cause I'm a whiz kid. It's fire, fire, fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like a light dish. Not fucking science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high crowd. Yeah, I shouldn't stop. I'm gonna make my shots off.
schönen guten Abend. Der Geek Freaks pünktlichst heute an diesem wunderschönen Freitagabend. Die Jungs sind am Start und heute sogar mal nicht nur der Moritz. Sag erst mal Hallo Moritz. Was soll denn das jetzt heißen? Morgen. Was denn? Ja, sonst bist immer nur du da. Deswegen erstmal ja, ist doch so schön, dass du heute. Als wäre das was Schlechtes. Heute ist auch der Julian da. Nein, das ist nicht schlecht. Das ist ja schön, dass du immer da bist. Wäre ja blöd, wenn du nicht da wärst, weil dann wäre es ja langweilig, weil nur du da bist. Nein, so klingt es richtig räudig, wenn ich es sag. So klingt es richtig blöd. Aber erstmal schön, dass ihr da seid. Mal schauen, ob die Quellen funktionieren. Ja, die funktionieren theoretisch, aber ich habe sie falsch eingestellt. Das muss ich kurz ändern. Warte, ja, da ist noch der Marco eingetragen. Jetzt wartet mal. Es ist so selten, dass der Julian da ist. Ich mache das schon. Wartet mal ganz kurz. Ja, ich mache das so und so. Schau, und dann gehe ich hier drauf. Und ihr seht schon, ich habe ja hier viele Möglichkeiten, lustig Quellen hin und her zu schieben. Und das mache ich jetzt auch. Kein Problem, wir sind super flink. Hier ist der Julian. Und jetzt bekommt der Julian auch gleich seinen richtigen Namen. Schaut, ich bin doch, ach, alles fix. Schau, zack. Und jetzt haben wir ihn auch eingetragen. Zack, zack, zack. Und dann gehe ich jetzt nochmal hier drauf. Und dann gehe ich nochmal hier drauf. Und zack, auf einmal sieht es magisch und funktionierend aus. Ha! Mein Mic ist übersteuert. Wenn ich laut spreche, dann stelle ich das gerne von euch man ein. Man hört uns wieder nicht, Alex. Man muss euch hören. Oh! Rede mal. Doch, man hört euch. Ihr geht raus. Nein. Doch. Ihr geht raus auf mein Mischpult. Man hört euch. Doch. Sagt mal was. Nein. Nein. Vielleicht zu leise. Red nochmal. Hallo, Test. Ah, doch, sehr leise. Ja, schon jetzt hat. So. Jetzt hat, habe ich eben fürs Pegeln muss man natürlich mit zwei Personen immer ein kleines bisschen hin und her spielen. Ist ja nicht so leicht, weil die alle einen anderen Pegel ausgeben. Von überall auf der Welt. Wir sitzen ja hier nicht einfach nebeneinander. Nee, wir kommen aus allen Teilen Deutschlands. Und das so. Auch nochmal über die halbe Welt. So. Die Spitze, das Spitzlicht da oben. Wieso müsste ich das anders positionieren? Das gibt mir Spitze. Das ist doch Spitze, oder? Ich bin ein kleines bisschen verschwitzt, das könnte man ein bisschen sehen. Heute haben wir ein interessantes Experiment hier vor. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein kleines Experiment, denn ich möchte ein bisschen was herausfinden. Ist nicht immer so ganz, ich nenne es mal, einfach mit YouTube und dem ganzen Geblödsinn, aber normalerweise sind unsere Aufrufe relativ schlecht gewesen in den letzten Monaten. Und wir haben viel über Shadowbanning geredet. Der Moritz, der Julian, der Lukas, wir haben alle darüber diskutiert. Und Shadowbanning existiert ja nicht, wissen wir alle. Also dieses, falls ihr nicht wisst, was Shadowbanning ist. Shadowbanning bedeutet, dass die Plattform für sich selber entscheidet, so welche Content Creators sind interessant und welche nicht. Und dann sagst du mal was ihnen nicht ganz so passt. Und auf einmal wirst du nicht mehr vorgeschlagen. Wer es nicht weiß, der Algorithmus für YouTube, wir haben ja noch mehr Zuschauer auf Kick und auf Twitch und auf Facebook und so weiter. Wer es nicht weiß, die YouTube-Algorithmen, den es ja gar nicht gibt offiziell, die sind da sehr speziell. Die arbeiten so, hey, da sind Sachen, die verkaufen sich nicht so gut und auf einmal wirst du auf der Startseite und so weiter nicht mehr empfohlen. Unsere Streams wurden noch nie auf der Startseite empfohlen. Deswegen möchte ich heute mal einen sehr, sehr geliebten YouTuber von mir kopieren, den Spiffing Britain. Na? Der hat eine ganz, 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 ganz geile Idee gehabt und hat was herausgefunden. Und ich möchte heute mal schauen, ob wir den YouTube-Algorithmus etwas bricken können. So ein ganz kleines bisschen. Und danach starten wir in die Technos, denn ich möchte wissen, ob wir es schaffen, wie ihr es im Titel gelesen habt, auf die Startseite zu kommen. Und von der Startseite aus mal zu gucken, wohin der Stream uns führen kann, wenn wir die Themen angehen. Das will ich jetzt aber nur mal so eine halbe Stunde ausprobieren. Und ich bräuchte die Hilfe der Zuschauer, also von euch da draußen, also ihr da. Aber nicht die auf dem Mobile hocken und auch nicht die am Tablet hocken und auch nicht die am Fernseher hocken. YouTube hat nämlich ein interessantes Phänomen. Und zwar, wenn ihr normalerweise ein Video öfters öffnet, dann wird es nur als ein View gezählt. Klar, weil immer nur ein Tab aktiv ist. Tabs böse. Jetzt, wenn man aber ein Video nicht in einem Tab öffnet, sondern in einem separaten Fenster, und da läuft es auch, die Auflösung ist egal, kann 360p sein, wird es als View gezählt. Und was Interessantes dabei ist, wenn man eine gewisse Grenzzahl an Views erreicht, dann auf einmal wird man direkt auf die Startseite katapultiert und geht viral. Und ich will mal schauen, ob wir es wenigstens für einen Abend schaffen, der meistgesehene Livestream auf YouTube zu sein. Bei der ganzen Qualität und dem Aufbau wäre das doch mal gerechtfertigt. Ich habe hier schon mal vorbereitet. Ihr seht, ich schaue mir gleichzeitig an, wie viele Zuschauer da sind. Und wenn es für euch in Ordnung ist, dass wir dieses Experiment mal machen und den Algorithmus ein bisschen rumhacken, dann wäre es geil, wenn ihr diesen Livestream einfach nochmal in einem separaten kleinen Fensterchen öffnet.
ich weiß nicht, man könnte es, glaube ich, sogar 2 oder 3 oder 4 oder 5 Mal machen. Oder und das skaliert. Oder einen ganzen Bildschirm damit füllen. Jedenfalls 360p setzen und dann gucken, ob das Ganze mit 360p dann auch will. Das wäre spannend. Denn dann würde ich direkt hier sehen, ob da was passiert. Was sagt ihr, Jungs? Glaubt ihr, dass da was passiert? Du weißt, ja, ich weiß, dass was passieren wird. Du weißt, ich finde es auch. Danke fürs Abo. Wieso? Aber ganz wichtig, in eigene Fenster. Nicht in eigene Fenster. Oh! Oh, die Leute machen halt wirklich mit. Komm, wow. Okay. Übersteuerst. Ja, ich mache ja schon leise. Ich kann mich hier leise regen. Das ist, siehst du, die Windows Sound Control Steuerung. Das können wir nebenbei auch ein bisschen machen. 177 Zuschauer schon. Ich bin gespannt. Ich komme gerade von der Startseite. Brain Damage, wow. Also, weißt du, wie oft... Naja, wenn man abonniert hat. Bei mir ist der Stream auch... Heißt nichts. Heißt absolut gar nichts, wenn man abonniert hat. Denn Glocke oder vorgeschlagen wird es mir zum Beispiel selbst nicht auf meinen Privatkanälen. Nie. Also YouTube, der Livestream wird mir immer an erster Position der Startseite vorgeschlagen, wenn er läuft. Echt jetzt? Mir halt nie. Also nie, gar nie, nie nicht. So überhaupt nicht. So, jetzt müsste ich nicht mehr kratzen. Es müsste besser sein. Und jetzt schauen wir mal. 167 Leute haben wir schon. Ah, ja, du kannst du automatisch machen, aber YouTuber kennt das. Oben gleichzeitige Zuschauer. Oben. Oben? Ja, wo oben? Ja, oh! Oh! Holy shit! Okay, warte. Nein, wurde nicht gefixt. Es wurde nicht gefixt, es funktioniert. Crazy. Das ist crazy shit. Ab geht's. To the sky, to the limit. 1000 in Sekunden! Uff. Ich hab nicht gedacht, dass wir überhaupt. Okay, 1014. Ich glaube, das müsste der Schwellwert sein, ab dem wir... Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und dem Spiffing Blood ist? Ja. Hier sind tech-affine Leute. Hier hat jeder der Zuschauer wahrscheinlich 3-4 Monitore. 1418, Alter. Wahrscheinlich wegen Abo, ja. Okay, ich habe jetzt mein Mic ein kleines bisschen noch weit runter. Es tut mir leid, wenn das so euch hier reinkraxelt. Ich gebe auch nochmal dem USB noch weniger Hot. Aber ihr habt schon gesehen, was ich jetzt gerade sehe, ne? So. Fuck. Entschuldigt, aber das ist sick. Wir sind bei 18.063. Ich habe noch nie so viele Views auf dem Live-Channel gesehen. Ich glaube, jetzt an dieser Stelle, jetzt im Moment sind wir schon einer der meistgesehensten Livestreams in Deutschland. Darf ich kurz anderes jetzt noch nennen? Ja. Auf Kick haben wir 2 Zuschauer, auf Facebook 0, auf Trovo 0. Echt jetzt? Krass. Okay, aber auf Twitch sind es 2173. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Livestream in Deutschland mehr. So viele Views habe ich noch nie gesehen beim Livestream. Außer Montana Blackett online, oder? Die werden nicht lang halten. Aber ich bin gespannt, wo es hingeht. 2,7, weil irgendwann würde Algorithmus. Schaut euch das an, das ist abnormal. Wir werden die ganze Zeit hier unten bei. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie weit. Bald flatline der normale Kopf nur noch. Ey, ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie weit unsere Zuschauer das treiben. Das ist das nächste. Ich habe keine Ahnung. 3000! 3000, machen wir. Komm, Wir hatten gerade die 404 Likes. Schade. Also, pass auf. Übrigens, ihr könnt auf jedem dieser einzelnen Fenster auch Like drücken und es wird gezählt. Normalerweise kann eine Person nur einmal Like drücken. Aber ihr könnt auf jedem dieser. Wichtig, stopp. Nicht botten. Ganz viele Fenster öffnen. Und dann in allen gleichzeitig auf Like drücken. Wenn schon Like gedrückt wurde und ihr ein neues Fenster öffnet, könnt ihr da nicht nochmal auf Like drücken. Also wenn ich jetzt diesen Werbungsknopf drücke. Na, Alter. Ich lasse den Chat entscheiden. Soll ich mal diesen Werbungseinfügen-Knopf drücken? Und alles, was dann heute darüber, über diese Werbung reinkommt, gleich in den nächsten Zuschauer-PC stecken? Oder in die Reparatur. Grüß Gott, Franz, hallo, schön, dass du hier von der Startseite kommst. Das habe ich mir gedacht. Wir kapern die Startseite. Es funktioniert anscheinend. Und wir sind nicht mal in die. Jetzt wird wahrscheinlich. Okay, drück. Die Twitch-Jana sehen ja. Okay. Gehen wir aufs ganze Anzeige einfügen. Okay, weil Twitch das gesagt hat, gehe ich jetzt auf Twitch und hau da auch auf Werbung. Das habt ihr davon. Okay, das ist also crazy. Also mit 4K bist du in Twitch Deutschland Top 50. Ja, in Twitch, wir sind bei 4,49 in YouTube. Hast du schon auf Werbung gedrückt? Ja, hab den Werbungsknopf schon läuft natürlich nicht bei allen, ne? Oh, das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ich bin gerade komplett verloren im Twitch-Interface. Also ich bin gerade komplett verloren, weil das ist einfach nur sacken crazy, dass die Leute dann sagen, okay, ich mach das einfach mal mit. Bam,
völlig crazy. Für mich, also ja, ich weiß, es klingt jetzt merkwürdig, aber das ist suspekt, dass meine Leute hier echt alle mitmachen. Das ist richtig, richtig crazy, gefällt mir richtig gut. Stefan Keunhof, wenn du ein Paket schickst, dann adressierst du es am besten einfach an die Adresse in unserem Impressum, direkt an die GmbH, dann geht das ab. Bam. Und schon läuft es. Also, dann kannst du einfach was schicken. Herzlichen Dank. Es kamen übrigens erst wieder Pakete und das werde ich euch gleich zeigen. Da kam ein richtig, richtig schönes Paket an. Warte, muss ich das resetten, den Chat. So, einmal resettet. Und ich zeige euch gleich, welches coole, schöne Paket da ankam. Und zwar mit meinem Teflon schleiche ich mich jetzt mal ganz kurz rüber. Und dann werdet ihr gleich sehen, was ich da so gemacht habe. Ich habe ja hier meine Cam. Achtung, heute mal ohne Gimbal. Der Stream muss nämlich ein kleines bisschen kürzer gefahren werden. Leider muss er ein bisschen kürzer gefahren werden. Das bringt nämlich nichts, wenn ich den länger mache. Ich mock ab. Was? Wie viel sind's? 6079, ihr seid crazy. Ich meine, der ist im Streamerbot-Overlay. Im Streamerboard-Overlay? Das habe ich gar nicht offen. Sag mal. Werbung 1 von 6. also nicht wundern. Hier steht das gute Stück. Es ist kein Fractal-Design, aber wir haben das Case. Wir haben das Case klar gemacht für den nächsten Community-PC. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir haben jetzt die Grafikkarte, die wurde heute losgeschickt, hat der Moritz gesagt. 3 Stück. Das heißt, wir haben 3 Grafikkarten für die 3 künftigen Community-PCs schon da. Ich habe 2 Prozessoren und ein Mainboard. Das heißt, für die nächsten PCs brauchen wir gar nicht mehr so viel Teile und wir können bald wieder fette Aktionen starten. Und falls ihr übrigens, ach ja, ich bin weiter am Basteln und Kleben und Fußbodenleisten bauen. Ihr seht, da ist der Haufen. Das ist so, wenn Erwachsene anfangen zu puzzeln an ihrer eigenen Wohnung und am Haus und am Studio. Und dann macht man das so. So. Das ist doch eine schöne Situation. Jetzt geht die Gigabit-Leitung in die Knie, ja, das denke ich mir. Wann kommt die Werbung? Ja, die sollte eigentlich schon längst durch sein. Interessant ist, Martin Plonker hat eine sehr, 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 erstmal 99 Cent. Dankeschön, Elite Floy. Ich blende es nochmal ein. Herzlichen Dank. Leider keine Nachricht. Ja, und es stimmt. Oh, da ist irgendwas animiert. Hallo. Interessant ist. Ja, aber die Startseite ist immer also personalisiert bei den Leuten. Völlig personalisiert, aber. Und das ist das Wichtigste. Die meisten unserer Views kommen nicht über die Abonnenten, denn die kriegen mit Bell und so weiter oft das gar nicht mehr vorgeschlagen, weil YouTube denkt, ein anderes Video ist viel spannender als euer Video. Nee, nee, daher kommen sie nicht, sondern die kommen über die Empfehlungen. Nur über die Empfehlungen. Heißt, erstmal wird unser Video 300-400 Leuten vorgeschlagen, wenn die es nicht klicken, wenn es das erste Mal vorgeschlagen wird. Dann geht der Graph recht flau und flach und wird gar nicht mehr den anderen Abonnenten vorgeschlagen, weil YouTube denkt, naja, Impressionen. Ihr geht auf YouTube. Denkt euch nichts Böses. 2,50 Euro. Dankeschön. Ihr denkt euch nichts dabei. Bist der Beste. Ihr denkt euch gar nichts dabei und schaut YouTube an, weil ihr denkt, hey, YouTube ist cool, einfach mal reingucken, ich will die Füße hochlegen. Und in dem Moment, wo ihr dann da drauf geht, wird euch Video-Stuff vorgeschlagen. Der ist aber nicht moderiert. Das heißt, was heißt, der ist nicht moderiert? Das heißt, der wird angepasst anhand der Videos, die gerade online gehen und der Videos, die gerade im viralen Flow sind. Und wenn ein Video im viralen Flow ist, wird es einfach jedem angezeigt. Wenn es gerade online geht, beginnt die kritische Phase der 24 Stunden. Wenn die 24 Stunden nicht genug Abonnenten klicken, wird es gar nicht weiter empfohlen. YouTube sagt mir sowas sogar einmal. Er sagt, oh, mehr Abonnenten als sonst haben dein Video gesehen. Jetzt schlagen wir es auf der Startseite vor. Dadurch wird die Reichweite erhöht. Künstlich schlagen Algorithmen Bestandteile zu, die sagen, wenn du einen gewissen Prozentsatz deiner Community erreicht hast, dann darfst du auch anderen Leuten vorgeschlagen werden und vielleicht wachsen. Aber nur dann. Sonst wollen wir nicht, dass du wächst. Ja, es ist ein sehr interessantes Prinzip. Meistens funktioniert es auch ganz gut. Relativ gesehen? Ja, aber richtig, die Leute sind völlig crazy. Wir sind jetzt mit 6160 Zuschauern, glaube ich, gerade eben der größte Stream in Deutschland, YouTube. In diesem Moment. Dank unserer Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, wie weit man es treiben kann oder wie lange die das durchhalten, aber wir sind jetzt der größte Stream aktuell. Wir können drauf schauen, wie stehen die Zahlen. Ging gerade wieder ein wenig runter, 5729. Aber das ist völlig, völlig crazy. Was sagt ihr? Ich komme eben gerade Zuschauer, ich habe erstmal einen Screenshot von gemacht. Genau deswegen liebe ich die Community aus. Ich dachte so, hey, wir schaffen vielleicht 300, vielleicht 400, vielleicht machen wir 6017 Max. Was bist du narrisch? Crazy shit.
Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in diesem Zeitpunkt 15 Minuten nach Streamstart der größte Stream in Deutschland. Kurzzeitig. Wahrscheinlich nicht dauerhaft. Aber nee, es wird nur als die Peaks hier gezählt. Wir waren bei 6470 Peaks. Völlig wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Ich meine, auch sehr geil, dass auf Twitch 63 Leute dabei sind. Also, falls ihr neu in diesem Stream seid und habt uns irgendwie entdeckt über den Algorithmus, normalerweise bewegen sich unsere Viewerships in einem Stream so auf 100 bis maximal mal 200 in einem YouTube-Stream. Gleichzeitig auf Twitch sind es ungefähr auch so 80 bis 100 Leute. Und auf den anderen Plattformen, da sind dann die Reste, die sich zusammenkrümeln, so im einstelligen Bereich. So. Alex, soll man ein Add-on bauen, dass das automatisch Also, ich glaube, ich will das jetzt nicht zu weit. Ich bin immer noch unter Monte. Streamt der Monte gerade eben auf YouTube? Also, ich will es... Du bist auf Twitch, oder? Mhm, weil wir waren gerade, glaube ich, der größte YouTube-Stream in Deutschland um Freitag 22.10 Uhr. Also, wenn ja, dann schreibe ich mir das hoch an, weil das ist schon cool. Versprechen kann man das natürlich nicht, aber finde ich schon eigentlich sehr, sehr geil, dass wir das so weit geschafft haben. Und wir haben heute natürlich noch ein ganzes Brett an Tech-News. Ja gut, der streamt nur auf Twitch. Ja, hat sich jemand eine Badge geschrieben? Das ist natürlich Hacking, was ich nicht endorsen kann, wisst ihr. Weil wir können nicht einfach sagen, hey, pass auf, bitte hackbotte das jetzt mal. Das finde ich auch nicht fair. Tönepack-Update kommt. Mach mal darüber. Ja, kommt. Finde ich auch nicht fair, können wir nicht einfach so machen. Das ist ja wild. Aber es ist sehr schön, dass ihr Bock hattet, dass ihr da mitgemacht habt und dass wir das auch zusammen geschafft haben. Finde ich super crazy, das dass wir das gerade gemacht haben. Nee. Ich weiß es nicht, ihr müsst mich auf dem Laufen halten. Ich habe jetzt hier nur den Chat im Auge, wenn ich hier rübergehe. Okay. Ich habe ein bisschen zu viel Licht heute hier gesetzt, aber das ist in Ordnung. Sieht ein bisschen Vintage-stylig aus, finde ich. So, ihr könnt entscheiden, ob ihr jetzt direkt in die Tech-News einsteigen wollt mit uns. Ich habe ein bisschen was kuratiert und zusammengesucht. Wir werden heute aber nicht ewig streamen, denn ich habe morgen früh um 10 Uhr gleich einen Drehauftrag. Das heißt, ich muss noch vorbereiten, die Kameras abbauen, die ich mitnehmen muss, weil diese Kameras im Set, die ihr hier seht, muss ich für so einen Dreh einfach einpacken und mitnehmen und dann wieder aufbauen. So ist das Leben. Noch Voice Cracks, dann fahre ich es noch ein kleines bisschen runter. Das ist interessant, da hat sich ein bisschen was verstellt. Das liegt wahrscheinlich an diesem Mikrofon. Ich werde es noch ein bisschen eruieren, warum das auf einmal da ist. Wir hatten das schon mal und dann ist es aus Geisterhand verschwunden. Aber wer von euch oder wer überhaupt versteht den Windows Audio Manager? Ich nicht. Naja, die meisten Leute wollen Tech-News, dann gehen wir nochmal rüber. Sonst hätte ich gesagt, wir machen Q&A. Aber Tech-News sind auch immer eigentlich ganz gut, finde ich. Ne, wir haben immer noch 5100 Zuschauer, die sich jetzt mit uns zusammen die Tech-News geben wollen. Dann sollten wir doch in dieser Hinsicht mal auf den High-Performer-Modus schalten, oder? Und nochmal auf Werbung drücken. Ah, auf jeden Fall drücken wir erst auf Werbung, weil das ist ganz wichtig, dass ich jetzt einfach diesen Werbungs... Ja, die Intel-Specs gehen wir auch durch. Ich drücke jetzt einfach mal auf den Werbungsknopf. Bam! Exploit the system. Selbst bei 4000 Zuschauern kriege ich mit diesem Werbungsknopf nicht mal 10 Euro zusammen. Frage. Ja? Was passiert, wenn jemand mit YouTube Premium so viel Fenster aufmacht? Wow, wenn jemand YouTube Premium hat, also wirklich YouTube Premium abonniert hat, so wie es wir auch gemacht haben, wir haben uns über die Vor- und Nachteile ja schon mal ausgelassen, dann gibt es eine ganze Latte mehr Kohle oben drauf. Also dann sind wir schon... Das ist fast dann ein Infinite Money Glitch. Aber das Problem ist, ja, wer es glaubt, ist wirklich real. Money Glitch ist nicht möglich. Es wird dann spätestens ein paar Wochen. Mein Freund, es ist keine Lüge. Wir kapern heute die Startseite. Wir schauen, dass wir bei so vielen Leuten wie möglich auf dieser Plattform einfach landen werden. Und dafür steigen wir gleich ein in die Tech-News. 8, 2, 3, 4. Was für eine Zauberei an Quellen. Wir fangen an mit den Intel 14.000 Spezifikationen, denn es gibt natürlich Gerüchte, nicht nur ein paar Gerüchte, sondern viele Gerüchte und die meisten bewahrheiten sich so langsam, denn das sind natürlich wieder Szene-Insider am Start. Wir wissen, dass Raptor Lake ein Refresh wird, es wird der Raptor Lake Refresh, der rauskommt, also 13.000 neu aufgesetzt und wir wissen auch, dass das massiv mehr Geld kosten wird. Kurz Zusammenfassung von den Sachen. Ich gebe euch den Link von der PCGH auch nochmal. Unsere Kollegen bei der PCGH liebe ich für die Zusammenfassung. Die sind perfekt für den Freitagsstream geeignet. Und das Interessante hierbei ist, wir haben eine Kurzzusammenfassung, die heißt 3% mehr Leistung für 15% mehr Geld. Ja. Der Raptor Lake Refresh 14.000 wird um die... Ich mache die Musik gerne leiser. Natürlich ist es ein kleines bisschen dreist, möge man meinen, wenn dann auf einmal
das Ding mehr kostet. Aber pass auf, der High Performance oder der High Value Market, den Intel da sieht, ist der 14700K und der 14700 ohne K. Die bekommen mehr Kerne. Das heißt, wir haben jetzt mehr Kerne auf dem Gaming-System, wobei die Nicht-Gaming-Systeme, die High-End i9-Systeme, gleich bleiben, nur ein bisschen schneller boosten. Und für diesen schnelleren Boost wollen sie 15% mehr teuer. Bei 3% Performance Plus. Und da soll der Prozessor schon $700 kosten. Und das ist, ja gut, ich möchte es nicht unmöglich nennen, aber ich nenne es völlig... Oh, die Zuschauerzahl steigt wieder. Sie steigt wieder. Wir sind auf 5702, wenn ihr es nicht glaubt. Und wer es glaubt, ist es wirklich so. Ich kann euch immer mal kurz rüberblenden. Ja, 5702 Zuschauer ist gerade völlig krank. Immer schön weiter. TGF for the world, Alter. Das ist jetzt der größte Stream, den man jemals hat. Jetzt fehlt nur noch ein Hype-Train oder irgendwas. Und ich habe, hier war schon in meinem Bucketlist, habe ich was durch. So. Es wird gesprochen von, es könnte sein, dass es 15,8% übertrifft am Preis. Wir wissen es nicht, US-Dollar ist jetzt keine Referenz für Euro. Wir wissen, da kommt immer noch was drauf, bis es vom großen Teich bzw. aus den gelben Ausbeuterkolonien zu uns kommt. Das Problem dabei ist, dass Intel damit durchkommt. Warum kommt Intel damit durch? Weil die Leute die Sachen kaufen. Obwohl wir wissen, dass die neuen 7800... Der Julian da oben, der hat sich jetzt erst was Neues gegönnt. Möchtest du uns erzählen? Sehr geil, immer geben. Mega gut. Er hat die 9 Jahre alte Karte verdient. Er hat's verdient. Julian muted, was? Nee, eigentlich müsste der voll drauf sein. So, sprich nochmal, Julian. Aha, da ist irgendwas sass. Warte mal. Den Schweizer Franken. Ja, ja, der ist gerade aus irgendeinem Grund nicht da. Kein Problem. Ich werde den Julian... Red mal weiter. Wir kriegen das hin. Aha. Bam, jetzt sprich mal weiter. Chat-Aktivität, wenn jemand gemutet ist. Ja. Ich hoffe, man hört dich wieder. Ich schalte drauf. Hört ihr ihn wieder? Sagt einfach mal was. Er müsste... jetzt, rede weiter. Ja, nochmal. Perfekt. Okay, ich weiß, was es war. Weiter geht's. Ja. Ja, oder? Nee, man hört ihn doch nicht. Man hört ihn doch nicht? Du hast gesagt, man hört ihn. Rede weiter. Ich hab ihn gehört. Ja, ja, rede weiter. Ich krieg... Kein Problem, das schalte ich schon ein. Jetzt rede. Hallo? Rede. Rede weiter. Nee, man hört dich noch nicht. Okay, ich bin dabei. Weil ich höre ihn und habe ihn hier auch in. Also ich sehe ihn hier, dass er da ist. Rede mal weiter. Und zwar jetzt weiter. Test, 1, 2, 3. Klassischer OBS-Bug. Ich musste die Quelle auswählen, abwählen und wieder auswählen. Ja, aber jetzt hört man mich wieder, oder was? Jetzt, ja, ich mache ihn leiser, aber er funktioniert. Gut. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt kann ich. Ja, ist super sass. Okay, super sehr sass, cool. Was das heute macht. Also, ich habe mir eine neue Grafikkarte jetzt mal bestellt. Und ja. Zwar die RX 7800 XT. Habe ich mir jetzt mal gegönnt und damit schicke ich jetzt meine 5 Jahre alte 1080 Ti endlich in Rente. Beziehungsweise, ich bin mal gönnerisch und schenke die meinem kleinen Bruder. Weil der hat noch eine GTX irgendwie 1650 oder sowas. Ja. Und damit macht halt Zocken nicht so viel Spaß. Aber ist halt geil, das ist so ein typisches Upcycling. Ich liebe das mache ich auch so gerne. Einfach weil ich weiß, ich habe was übrig, ich brauche es gerade nicht mehr, ich kann es verwurschteln, kann jemandem was Gutes tun. Liebe ich. So hat bestimmt der Moritz auch den PC seiner Schwester zusammengeschustert. ich wusste es. So schustert doch der Moritz alle seine PCs zusammen. Naja, der Render-Server auch. Der Render-Server hat eine 3090 bekommen, als habe ich eine neue 3070 bekommen. Ihr da draußen, also alle ihr, bekommt jetzt angerufen im Livestream. Ihr bekommt dieses gesamte Bild auch über eine 1080 Ti. Das geht noch über eine 1080 Ti, diesem Renderserver hier drüben. Die Vakuum 1080 Ti, die ich 2016 gekauft habe. 17. Weißt du, wie YouTube das Bild bekommt? Nee. Über eine 970 Ti.
Ist in Ordnung. Wir müssen nur irgendwann mal austauschen, weil die NVENC-Encoder der ersten Generation sind schlechter. Wir könnten YouTube noch ein bisschen ein besseres Bild geben, wenn wir auf die neueren NVENCs gehen, wenn wir langsam... Die 79 hat kein NVENC. Die 79 war von 2014 oder 15. Ja, stimmt. NVENC erste Generation, ja. Ja, du machst es ohne NVENC. NVENC war erst die 20er-Serie bzw. 16er. Nee, nee, die 1080, die hat auch NVENC. Ja, die alten Encoder. Die ganz alten. Im Chat hat gerade jemand gemeint, krass, 6000 Zuschauer. Das ist auch nicht gelogen. Das ist heftig. Patsch auf, wir gehen mal drauf. Wir waren gerade bei 6000, jetzt sind wir wieder bei 5850. Ihr könnt natürlich gerne noch ein bisschen hochpushen, denn das macht uns heute richtig Spaß. Heute knacken wir die Startseite und das ist ein richtig schönes Ding. Das kann ich mir so richtig fett auf die Bucketlist schreiben. Und das ist richtig cool. Also ihr habt es gesehen, der Julian, der hat sich auch gegönnt AMD und das verstehe ich, denn Intel ist im Moment einfach zu teuer. Wir reden auch nicht davon, dass Intel Arc immer noch nicht mit Starfield zusammenläuft. Habe ich probiert auf der Arc-Karte. Keine Chance. 12 FPS, egal in welcher Setting. Aber Intel zieht da mal wieder einen speziellen Move. Das ist ein ganz spezieller Move. 3% mehr Leistung für 18 oder 15% mehr teuer zu geben. Ich habe noch so einen Move für euch. Ist auch eine Intel-News. Ist auch eine, die mir nicht gefällt. Es wurde sich darum gestritten, unter anderem, und das geht mit dieser News hier einher, MSI und Gigabyte wurden verantwortlich gemacht dafür, dass Windows abstürzt. Windows 11 hat viele Crashes gefahren nach den letzten Updates und Starts. Ganz viele Crashes, Bluescreens und alle so, oh, Hardware kaputt, oh, Übertaktung ist schuld. Jeder hat sich gegenseitig die Pistole auf die Brust gelegt, ne? Die Spider-Mans im Trio. Aber wer es im Endeffekt war, ist Intel. Denn Intel hat einen Microcode, der faulty ist. Windows 11 nutzt den standardmäßigen, die Specs, ne, die Specs, nach denen der Microcode funktionieren sollte. Und MSI auch. Und Gigabyte auch. Aber Intel hat mal wieder einen faulty Microcode, den sie jetzt ausbessern. Das Ding dabei ist, sie haben es zugegeben und gesagt, wir sind schuld, wir bringen ein Update. So, MSI und Gigabyte schießen jetzt nach und bringen endlich Updates dafür. Das Ding ist, nicht so tech-savvy Leute wie wir hier und ihr, nicht alle Tech-Leute hier da draußen, die wissen, wie man erstens ein BIOS updatet, zweitens, im Volksmund überall noch verbreitet die Meinung, das darf man nicht machen, das ist gefährlich, man sollte nie BIOS updaten, außer es ist broken. Und natürlich, never touch a running system, halt der ganze Blödsinn, der so rumgeht. Und diese Menschen, auch regelmäßig. Und diese Menschen und die Jugendlichen und die älteren Leute werden niemals ihr BIOS updaten und wenn sie es bricken, werden sie nicht auf BIOS-Cycle oder Recovery oder so weiter kommen. Und das ist eine richtige Mistmethode. Denn wir wissen, Windows, und da gehe ich gleich zur nächsten Tech, das ist eine Überleitung, die würde zu heiß. Wir wissen, Microsoft hat die Möglichkeit, theoretisch über Windows Update Microcode auszuliefern. Das ist nicht hundertprozentig implementiert und die Boardpartner müssten auch ein bisschen besser mitspielen, aber Microsoft könnte mit Updates, mit Windows Updates, ups, den wollte ich gerade reinfahren, könnte mit den Updates direkt Microcode ausliefern und das fixen. Bei Boot. Könnten sie, dass einfach dieses Blödsinn nicht funktioniert, nicht passiert. Aber das wird nicht passieren. Und was noch viel besser ist, viele Geräte werden in 3-4 Jahren nicht mehr funktionieren unter Windows, wenn sie neu installiert werden. Weil viele Menschen verlassen sich heutzutage, und ja, ich weiß, das ist schlimm, aber wir reden jetzt hier auch von DAOs. Wir reden nicht nur von DAOs, wir reden von den Einzelusern. Wir reden von den Menschen, die sonst keine Ahnung haben, wie sie was machen und veraltete Hardware haben, die weiter nutzen wollen und sich nicht von der Mafia abzocken lassen. Welche Mafia? Ich rede natürlich von der Druckermafia. Und wir kennen alle die Druckermafia und die Lobbys dahinter. Und wir wissen jetzt noch ein ganz kleines bisschen mehr. Denn Microsoft sagt, ich habe die Schnauze voll. Ich mag nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Nicht funktionierende Druckertreiber. Wir hassen Drucker so sehr, dass wir Druckertreiber nicht mehr ausliefern werden. 2027. Bis dahin wird Stück für Stück jetzt der Support für Druckertreiber in der Auslieferung von Windows Update Installation gedroppt. Das heißt, hier kommt die Ankündigung 23 dieses Jahr. Dann 25 kann es sein, dass manuell installiert werden muss oder ausgewählt werden muss. Alte können aber weiter aktualisiert werden. 25 wird die Rangfolge der Autoinstallation geändert und Microsoft Windows installiert automatisch zuerst den Standardtreiber und nicht den Herstellertreiber. Und 27 ist Stop. Dann wird nichts mehr, außer Sicherheitsprobleme treten auf, wird nichts mehr ausgeliefert, die haben keinen Bock mehr. Windows Update sagt, wir hassen Drucker so sehr, macht euren Krümel allein. Naja, ist so. Die Frage, ob sich Microsoft da jetzt in 4 Jahren noch dran hält. Wir wissen ja, wie das läuft. Es könnte ja die Führungsspitze sich wieder ändern, aber das ist doch krass. Aber Druckertreiber, die von Windows geliefert wurden, haben doch noch nie funktioniert, oder? Ja, sie sagen einfach nur Standardtreiber und der Rest ist mir wurscht. Druckermodelle
gehabt oder bei Kuhn gehabt oder so. Nie hat der automatisch installierte Treiber installiert, wenn funktioniert, wenn überhaupt installiert wurde. Ja, und da ist es sogar egal, ob es irgendwie für Heimanwender oder Enterprise drin ist. Ja, genau, ist. Genau. Überhaupt kein Unterschied. Kein Unterschied. Sogar ist noch schlimmer. Die sagen einfach, das dann die, uns reicht's, wir wollen uns nur mehr drum kümmern. Könnte ich die automatisch ausliefern, wenn du sie einbindest, aber das geht seit Print Nightmare auch nicht mehr, weil Windows den Treiber nicht mehr vertraut. Das ist einfach nur crazy. Du musst mal überlegen, der größte, okay, das weit verbreiteste Betriebssystem der Welt im Consumer-Bereich, das weit verbreiteste Betriebssystem der Welt bekommt einfach keine Druckertreiber. Alex, weißt du, du musst es wo beantworten. Druckertreiber gut funktionieren, wo ich noch nie einen Treiber suchen musste, installieren musste? Auf Linux. Hat jeden Drucker sofort erkannt. Ja. Alles drucken. Hey, weißt du, das Ding ist, du kannst jetzt nicht mehr ein APT-Update unter Windows machen, das ist vorbei. Auch Windows-Update würde nichts mehr liefern dann. Das Interessante ist, die Standardtreiber 2027 sollen ja nur noch die Standardtreiber ausgeliefert werden, also die sowieso nicht gehen. Weil sie sagen, wir wissen, es ist ein Drucker. Wir wissen, es ist ein Drucker, aber... Nein. Ja, teilweise bin ich hingegangen, ich hatte einen Epson-Drucker oder so, hab mir dann irgendeinen aus einer benachbarten Serie genommen, weil die Serie, die ich hatte, gab es da nicht in dieser Liste. Weißt du, welche ich meine? Die Standardtreiberliste. Da habe ich einfach irgendeinen genommen und habe das so lange probiert, bis die Druckertestseite vernünftig rauskam. Manchmal war es verrückt. Manchmal hat es gar nicht funktioniert, aber irgendwann hat es dann funktioniert und das war dann good enough. 6147, Moritz. Ihr seid verrückt. Nachinstallieren geht übrigens kleiner Hack dafür, wenn dieses Druckerding eintreten wird. Wir gehen gleich zur nächsten Tech-News. Ich würde nur einen kleinen Tipp geben. Ich zum Beispiel nutze auch einen der gehassten Druckerdinge, aber den habe ich geschenkt bekommen von einem sehr, sehr, sehr netten Unterstützer unserer GmbH. Und dieser Unterstützer hat mir den geschenkt. Ich habe neue Kartusche gekauft, sauber gemacht, dann ging er. Herzlichen Dank für den Zähne. Das ist schon mal die Hälfte des Stromverbrauchs von heute bei mir, nicht bei Moritz oder so. Oder bei unserem Server. Gerne auch für die Server spenden. Mich auch dafür. Ja, er liebt das, wenn er nicht... Es wurde ein Mainboard gekauft. Er liebt es, wenn er nicht hungert, obwohl er gar nicht so aussieht. Passt auf. Wichtig ist, ihr könnt, und das ist das beste Trick, um dieses ganze Geschlamassel zu umgehen, unter Linux, Windows, macOS. Ihr nehmt einen Docker, der über Netzwerk geht. Die meisten Docker können heutzutage im Netzwerk. Oder ihr schaltet einfach einen Cup-Server mit einem Raspberry Pi dazwischen. Das ist Wurst. Mein Drucker ist im Netzwerk. Heißt, ich muss nur unter Windows die IP eingeben, verfinde diesen Drucker und er holt sich alles automatisch im Exchange. Da brauche ich auch, weil der Standard-Netzwerk... Stopp, Exchange ist Mail-Server. Er tauscht aus, sein englisches, gedenglisches Wort. Er exchanged sich mit dem Drucker. Im Austausch. Der Trick dabei ist, dass dieser Standard-Netzwerktreiber eigentlich immer geht in der Kommunikation, weil die über das gleiche, das ist ein Drucker-Netzwerk-Protokoll, das geht immer. Das heißt, sobald du an dem Punkt da bist, wird es immer gehen. Dahin sollte man auch Stück für Stück gehen und es ist auch viel besser, man kann von überall aus drucken. Ich drucke auch unterwegs auch von meinem Handy mal aus. Ne? Schalte ich die Steckdose ein, meine Smart Home Steckdose über Home Assistant, dann drucke ich vom Netzwerk aus, der sendet es automatisch ran und gut ist. Aber nicht jeder hat diesen Luxus und ist im VPN zu Hause. Trotzdem, der bolde Move von Microsoft, ich verstehe, wenn sie Drucker nicht mehr unterstützen wollen, das ist eins der schlimmsten. Druckertreiber ist eins der schlimmsten Felder überhaupt. Und es versuchen immer noch Leute, Serial Treiber und USB 1.0 Treiber zu installieren. Und ich verstehe, wenn Microsoft sagt, nein, Mann. Verstehe ich. Hier wurde Linux ein Command reingesendet. In den Chat. Ein Command? Ich lass ihm einfach mal nicht zu. Ja. Sorry. Ein Command? Ja, ich schicke dir mal, was gesendet wurde. Okay, über Telegram? Ja, ich sehe, was er macht. Er öffnet einen, ja, klar. Einen Link, pinkt dann fünfmal die Logpost. Nee, das machen wir mal nicht. Achso, zum Warten. Ah, okay. Ja. So, was haben sie geschrieben, die Leute? Ich hatte noch nie mit Druckern Probleme. Lukas Technikwelt, du hattest richtig, richtig Glück. Und für alle anderen, Your Printer is a Brat. Mein Lieblingsvideo auf YouTube seit über 14 Jahren. Yep. Einfach mal angucken. Your Printer is a Brat. Und das Stück immer. So, finde es immer wieder geiler, wie Alex Morris diskutiert. Ja, es gehört auch irgendwo dazu. Siehst du, Alex, ich habe dir gesagt, das ist Content. Ja. Du findest es immer nicht gut. Er nennt es immer Content. Ich nenne es graue Haare generieren. A Brat? Nein, Brat. Das darf man nicht so schreiben. Hört euch mal die Podcast-Episode. Die Podcast-Episode mit dem Drucker an. Ich glaube, das war vor 5, 6 Folgen oder so.
Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe einen Drucker gehabt und hatte damit einige Probleme. Hört euch die mal an, die ist gut, die Folge. Die ist ganz, ist ganz witzig. Da hab ich mich sehr über Epson aufgeregt. Aber jetzt haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass Microsoft die Unterstützung für die Drucker wegnimmt. Wisst ihr, welche Unterstützung jetzt schon weggenommen wurde? Die Unterstützung für WordPad. Also für alle alten Dinosaurier, die ihr seid, wie ich. Ich bin aufgewachsen mit, ich hatte Windows ME auf einem 900 MHz PC mit 32 MB Grafikkarte in 640x480 und kein Internet. Ich habe immer nur Media Player aufgemacht, den Standardsong angehört und in WordPad getippt. Das war mein Einstieg ins Tippen. Jeder, der ein bisschen alt ist, oder natürlich gibt es noch ein paar Oldtimer hier draußen, die auf dem Amiga und C64 gearbeitet haben, auch ich, und auch schön, dass ihr das gemacht habt, aber das ist Frevel. Das ist ein Sakrileg. Sie wollen jetzt, dass man Word benutzt. Hat ja natürlich jeder Office einfach, ne? Und sie nehmen einfach und sagen, nein, 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 kein Bock mehr. WordPad, da müssten wir noch weiterentwickeln und es ist so weit von Word abgewichen, wir machen das nicht mehr. Und man soll doch Notepad nehmen. Notepad? Ja, für vieles reicht es und die meisten... Für Schriften, Office, für Größe, für... Nein, damit kann ich keine... Naja, doch. Du kannst Schriftarten und Größe einstellen in Notepad, aber das wird auf das komplette Dokument applied und nicht gespeichert. Damit kann ich keine Doc-Dateien oder RTF-Dateien oder so. Warum macht ihr das nicht? Klar, Notepad... WordPad war immer ganz schön, weil das war schnell und es war halt da. Funktioniert. Es war immer mit installiert. Da musst du nichts installieren. Nee, aber selbst auf meinem Laptop 2009 oder was auch immer, da hatte ich dann Office 2010, vorher Office 2003... Es hat halt einfach schneller geladen und fürs meiste hat es gereicht. Wir verabschieden uns an dieser Stelle für Notepad. Na, jeder, der früher OpenOffice gefahren hat, fährt jetzt sowieso LibreOffice. Die Office gekauft haben oder für einen Euro von der komischen Seite, haben halt das. Ich habe Adobe PDF für sowas, klar. Aber wir machen einen Salut an WordPad. Du hast mir 20 Jahre lang gute Dienste erwiesen, WordPad, und ich fand dich richtig klasse. Schade, dass du jetzt weg bist. Du warst auf jedem PC ohne Internet und Netzwerk sehr, 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 sehr hilfreich, wenn es schnell gehen musste. Bleib stark in alten Betriebssystemen, wir sehen uns nicht wieder. Mehr kannst du nicht sagen. Notepad kann man sehr gut Dokumente verfassen. Ich hab meine Abschlussdokumentation in Notepad geschrieben, aber Formatierung dann halt in Markdown. Ja. Franz, so leicht ist es eben leider nicht, denn wenn du HDR hast, dann solltest du immer Windows 11 nutzen, denn Windows 10 kann kein richtiges HDR und die Implementierung ist nachträglich und schlecht. Das ist so, wie wenn du in einen Beetle auf einmal einen Ferrari-Motor einbaust und merkst, im ersten Gang fliegen dir die Kolben um die Ohren. Nicht so gut. Deswegen solltest du versuchen, das mit Windows 11 zu machen und mit den Kläglichkeiten von Windows 11 klarkommen. Und wir haben ja Update-Forcierungen auch schon wieder gehabt in letzter Zeit. Herzlichen Dank fürs Abo. Sehr schön. Und wir schauen mal wieder rüber, wie weit wir denn sind. Alle, deren PCs noch nicht rauchen, werden jetzt sehen. Stopp. Immer noch 5500. Open Office? Nein, nimm bitte kein Open Office. Nee, LibreOffice. Open Office hat seit 2015 21 Updates, beziehungsweise 21, wie was, Commits bekommen? Mhm. Keine Ahnung, LibreOffice hat immer wieder so schöne Grafiken, in denen sie Open Office ihr altes Upstream-Projekt. Ja. Ja, also das ist vergleichen. Also. Alex. Ja? Wollen wir mal prüfen, ob man das vielleicht nachinstallieren kann auf dem WordPress. Vielleicht wäre es ein Turing-Pack-Feature. Der Trick ist, darauf wollte ich ja zum Abschluss dieser News noch rausgehen, wir haben uns jetzt ja verabschiedet von WordPad. Das Ding ist, WordPad ist ja eine tolle Software. Das heißt, WordPad ist ja in Windows nativ funktional. Das heißt, man könnte einfach aus Windows die WordPad-Exe nehmen, rüber transportieren und starten. Sogar in Windows 11 sind teilweise noch Windows 3.1 Programme, die man einfach starten kann. Ja, der OBC Data View oder wie der hieß. Wir dürfen das nicht, aber das darf natürlich jeder User für sich selbst machen, die Exe einfach mitnehmen. Genauso wie ich hier Windows 11 am Laufen habe. Und auf diesem Windows 11 habe ich mir einfach den Windows 10 Task Manager wieder geholt. Wie geht das? Indem ich den Task Manager genommen habe, habe ihn in Windows-Verzeichnis verschoben und habe ihn in der Registry als Standard Manager angegeben. Und jetzt habe ich meinen alten Windows Task Manager wieder, weil ich den neuen kacke finde. Außerdem unterstütze ich den Developer und habe ihn abonniert, der den Task Manager erfunden hat. Ich mag den Typen. Der hat neulich ein Video gemacht und hat einen Ryzen antreten lassen gegen so einen uralten Hebecomputer in Basic und hat die Primzahlen berechnen lassen. Golden Content. Einfach Golden Content. Ich war dann nachts dort, guckte im Bett und dachte mir so, oh wie schön. Was macht er als nächstes? Ist nie vorhersehbar. Fand ich einfach schön. So, hallo Babiba. So, von vielen Trauerspielen. Na, das haben wir ja vorhin gelesen. Von vielen Trauerspielen gehen wir jetzt zu was Positivem. Das da.
Wir haben es ja vorhin gesehen. Hier hat sich ja einer schon eine neue 7000er-Reihe gegönnt, der Julian. Der freut sich auf seine Grafikkarte, verstehe ich, weil die ist echt stark und die ist in vielen Games so viel zu rein, ein bisschen schneller. Wir reden jetzt nicht, wie schlecht was optimiert wurde oder ob da Lobbyarbeit betrieben wurde, sondern wir freuen uns einfach, dass die FPS gut laufen. Hm? Julian Borg, Ini-Files, Config-Files und so weiter öffnest du niemals in WordPad oder auch Word oder andere Programme, weil, wie war das, der Unterstrich, den Microsoft standardmäßig nutzt, ist ein anderer Unicode-Charakter als der normale ANSI-Unterstrich? Oh, bitte nicht drüber reden. Oh Gott, ja, oh Gott. Genau, und deswegen, wenn du dann speicherst, sind deine Config-Files kaputt. Nicht auf machen, das ist ganz gefährlich. Genau, es gibt ja auch, pass auf, das muss ich kurz, bevor es jetzt mit Technos weitergeht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Charaktere zu tippen. Das heißt, ihr kennt doch dieses kleine Apostrophenstrichlein, dieses Strichlein, das hier oben so an der Taste hängt. Da gibt es auch zwei verschiedene. Es gibt auch zwei verschiedene Klammern, also Kommas. Und es gibt Unterstriche, zwei verschiedene. Die sehen gleich aus, wenn man sie tippt. Aber Code kompiliert nicht, wenn man die falschen nimmt. Und wenn man Dokumente im falschen Layout öffnet und schließt, kann das bricken. Heißt, ANSI und UTF-8 sind da sowieso nicht kompatibel, aber es kann sein, wenn du die falschen nicht. UTF nutzt. Sind ANSI kompatibel. Ja, aber ANSI nicht mit UTF-8. Also, du kannst ANSI in UTF-8 nativ darstellen. Aber nicht umgekehrt. Ja, richtig. Und, genau. Und das Problem ist, manchmal können Zeichenfolgen entstehen, wenn man sowas aus Versehen falsch öffnet, die dann gleich aussehen, aber nicht gleich sind. Und wenn du es dann speicherst und wieder öffnen willst, brick. Und man weiß nicht, warum. Außer jetzt die Techniker, die wissen, oh, es könnte sein, dass da die falschen Zeichen gesetzt wurden. Es gibt nämlich auch Klammern, die sehen aus wie eckige Klammern, sind aber keine eckigen Klammern. Und wenn du als Gag reingehst in einen Code und die da einfach reinsetzt, dann sucht die Person, die das Ding versucht zu kompilieren, für immer. Oh, ein Semikolon. Es gibt drei Semikolons, die genau gleich aussehen. Und dann bist du halt kaputt. Dann bist du einfach kaputt. Also sowas ist nicht nur bösartig, sowas ist Leuten auch schon passiert. Und da möchte ich jetzt mal einen Shoutout werfen an nicht nur SpaceX, denen das schon passiert ist, sondern der NASA auch, weshalb Sonden gecrashed sind. Warum? Weil die hatten ein Umrechnungsprogramm zwischen Imperium Metric, aber die Klammern, die dann größer, kleiner Umrechnungsblödsinn machen sollten, waren falsch. Heißt nicht, dass sie zu dumm sind, metrisch in Feet umzurechnen und umgekehrt. Nein, im Code wurde ein falscher Zeichensatz wegen ANSI und UTF-8 benutzt, weil nämlich Teile von der ESA kamen und andere Teile von der NASA, aber auch Teile des Codes geswappt wurden. Und die einen haben in ANSI geschrieben, die anderen in UTF-8. Ja, und so scheitern Milliardenprojekte. Es gibt einen Grund, warum die NASA intern, beziehungsweise auch für solche Projekte, das metrische System für alles nutzt. Weißt du, was das Problem da war? Nee. Da hat ein Lieferant mitgearbeitet, der Imperial benutzt hat für seine Software. Und deswegen kam diese Umrechnung überhaupt erst zustande. Dann ist halt auch vorbei, ne? Die NASA intern nutzt mittlerweile, beziehungsweise eigentlich schon immer, das metrische System, weil es halt einfacher ist. Auch für die. Ja, und metrisch klar, ist immer besser. Globalisierung, alle anderen haben sich, oder sehr viele haben sich aufs metrische System geeignet. Und wenn sie mit der ESA zum Beispiel arbeiten, dann die werden metrisch arbeiten, klar. Ich verstehe nicht, wie jemand freiwillig in Retard-Units arbeitet. 35,8 Ellbogen. Passt auf, kurzer Schwank daraus. Oh, und dann sofort weiter mit Technos. Ich dir zeigen will. Dann sofort weiter mit Technos. Aber passt auf, wisst ihr, wie gestört unser Planet ist in Units? Ich drösel auf, bevor ich eine zu lange Fragerunde draus mache. Aber es gibt einen Grund, der Kutschen aus dem 18. Jahrhundert direkt damit verbindet, warum SpaceX-Raketen im Moment nicht größer werden dürfen. Ja, also rollen wir auf. SpaceX-Raketen haben eine begrenzte Größe, weil sie nicht größer werden dürfen, was zwar effizienter und besser wäre, aber das Design musste verkleinert werden. Warum? Weil sie auf Schienen fahren. Warum fahren sie auf Schienen? Weil sie sonst nicht durchs Land transportiert werden können. Warum können sie sonst nicht transportiert werden? Wegen Brücken und allem Möglichen. Und Bahnverkehr ist da eigentlich relativ gut. Aber auf die Bahnschienen können keine größeren Geräte draufgepackt werden, wegen dem Achsabstand der Räder. Der Achsabstand der Räder ist definiert, weil früher der Zug erfunden wurde und der musste ja kompatibel gemacht werden mit Pferdekutschentransportiertechnik. Und dieser Achsabstand wurde dann anhand der Pferdekutschen genommen. Die Pferdekutschen wurden genommen, dass sie auf die mittelalterlichen Straßen des alten Roms passen. Also ist direkt gekoppelt an die Pferdekutschen und die Größe der Straßen des alten Roms zu Caesars Zeiten gleich. Das heißt, direkt aus der Metrik der Straßen
vom Rom, Caesar, ganz Latein lang her. Deswegen dürfen die SpaceX-Raketen nicht größer werden. Ja, aber... Es ist kein Scheiß, weil es einfach... Und das Lieblingswort... In Amerika angeschaut, weil du das Lieblingswort... Das Lieblingswort, das der Moritz da sagt, ist Altlast. Altlast. Ist Altlast. Ja, ist wirklich Altlast. Es ist über 1000 Jahre Altlast. Ja, ist halt so. Aber es ist kein Witz. Nee, historisch gewachsen, genau. Es ist historisch gewachsen. Und deswegen geht es nicht anders. Aber es wäre heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr nötig, aber kann man nicht mehr ändern, weil es ist ja historisch gewachsen. Naja, ich finde es schon sinnvoll, weil so sorgst du halt dafür, dass Züge länderübergreifend fahren können. Weil alle dieselben Schienennetze haben. Außer in Amerika und Russland. Kompatible. Ja gut, aber nach Amerika fährt jetzt kein deutscher Zug. Aber ja, lang lebe Caesar. Wer kann sowas... Na, es war nicht Caesar. Die römischen Straßen wurden ja vor Julius Caesar geeicht. Ne, die haben dann ganz riesige Formblätter rausgebracht, ne? Für die römische Straßenkonstruktion. Ja. Zum Thema Imperial und Metric habe ich dir mal ein Bild auf Telegram geschickt. Oh ja. Können wir kurz machen und dann geht's gleich zur nächsten Technik, weil ich wollte schon längst drüber quatschen, Kanada, was für Absurditäten es gibt auf der Welt. Aber Kanada ist so, was mittendrin, die nutzen ja beides. Ja. So. What are you measuring? Oh Gott, ja, ja, ja. Celsius, Fahrenheit. Die Einheit mochte ich noch nie. Keine Ahnung, woher LBS dann ihren Standard hat. 12 Ratten in einem Beutel oder was auch immer, das ist auch wieder so eine nutzlose Einheit. Ja, Sprungweite. Ne? Also das ist Cups and Spoons, oh, das ist auch sehr gut, Cups and Spoons. Wir hatten ja eine Zeit lang auch solche komischen Angaben, ne? Die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern, was ein Dutzend ist. Viele Menschen wissen nicht mehr, was ein Dutzend ist. Ne? Oder wenn es hingehst, ich will ein Pfund Hack. Was ist ein Pfund Hack? Keiner... Na? Ja, aber das wissen wir, weil wir älter sind. Die Jugend weiß das gar nicht mehr. Ah, Spurweite, alles klar. Und das Ding, ja, 12. Ganz wichtig, unten links in dieser Grafik. 500 Gramm, ja. Hat man ja gerade. Related to work. Is it related to? Das ist der wichtige Punkt. Ja, yes, es ist nur yes. Es ist immer yes. Weil niemand beschäftigt sich damit. Ist es related to work, dann ist es imperial. Is it not related to work, dann ist es metric. Ja. Zentner? Ja, ein Zentner. Ist auch gut. Was ist ein Zentner? Ne? Das sind auch so hanebüchende... Ich weiß, das weiß ich nicht mehr. Nicht, du weißt nicht, was ein Zentner ist? Nee. Was ist ein Asteer? Zentner ist eigentlich noch leicht, ne? Dutzend und Pfund kenne ich. Ein Zentner kann ich heben. 50 Kilo. Okay. Ein Zentner kann ich heben, aber, ne? Da gab es doch letztlich auch auf YouTube irgendwie, habe ich gesehen, ein ganz witziges Video zu den Amis mit ihren ganzen Zahlen, wie die das so rechnen und messen und so. Meinte der, ja, die Amis benutzen alles außer das metrische System, hat so ein paar News dann reingeklatscht von wegen, ja, Mann fällt aus Gebäudehöhe 5 Giraffen. Mini-Driver. So, wir benutzen einfach alles außer das Metrische. Während Corona gab's irgendwo mal ein Schild an einem öffentlichen Ort, ich weiß nicht, ob das echt war oder fake, aber ging durchs Internet. Bitte 3 tanzende Pinguine Abstand halten. Ja, Mini-Driver, es stimmt wirklich, 50 Kilo musste ich heben. Ich habe 50 Kilo Säcke Beton und EP81 und so weiter hier reingetragen. Und meinen Trockner und die Waschmaschine selbst, weil es mein Schwager nicht machen wollte. Bin ich zum Hänger hin. Hab einen Trockner so genommen und hab einen Trockner so ins Haus getragen. Da hat er geschaut. Aber was willst du sonst machen, wenn es keine trägt? Ja, ich habe ein kaputtes Knie und es ist nicht besser geworden dadurch unbedingt. Aber ich habe ihn getragen. So. Zurück zur Grafikkarte, zu der ich eigentlich wollte. Übrigens, ein Steher, ich löse auf. Ein Steher ist 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter. Also 1 Kubikmeter Holz. Egal wie viel Holz da in so ein Nei passt, wenn es 1 Kubikmeter Holz ist, das ist die Luft mit eingerechnet, dann ist es ein Steher. Das ist so viel Holz, wie du gerade halt hast. Egal, ja klar, wenn es kleiner geschnitten ist, würde mehr reinpassen, aber so hat man früher nicht gerechnet. Das ist 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter Holz. Geschnittenes Holz. Ja. Wir haben auch solche hahnenbüchenden Größen, die werden aber nicht mehr verwendet, weil ihr und wir sind alle nicht mehr in dem Alter, wo die noch geläufig sind. Zwischendurch gab es was, es nennt sich Globalisierung.
ja. Die Globalisierung. Dadurch passen sich die verschiedenen Sprachen, Länder, Regionen aneinander an. Hm. Ja, Wechselmann kenne ich. Ich habe hier, meine Frau hatte einen Kreuzbandriss, der genäht werden musste, und Meniskus, und ich hatte einen Halbmond- und Sichelriss am Meniskus. 17 Teile mussten zusammengenäht werden. Ich weiß, wie das ist. So, schön ist. Es ist gut, dass die Zuschauer auch bleiben. Ja, es ist geil, ne? Wir haben immer noch fast 6000 Zuschauer, das ist halt völlig crazy. Übrigens, Julian, pass auf. Du hast nicht so was Schönes, du hast ja auch eine geile 7000er-Serie, aber diese hier ist für mich die Avatar Frontier Pandora Edition. Das ist das nutzloseste, mein nutzlosester Feind der Woche. Eine Grafikkarte, die hier am Rand ihre Temperatur ändert, wenn sie warm wird. Ist ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig. Made by AMD, Referenzdesign, klar. Are you ready? Irgendwie bin ich dafür nicht so ganz ready. Sorry. Ja, es klingt jetzt blöd, aber diese Avatar-Edition, erstens sieht die okay aus, zweitens muss man schon echt Avatar-Superfreund-Liebling sein, und sie soll dann ihre Farbe, also dieses Ganze, das hier soll so Hitzefarbe sein, die halt einfach wie an diesen Magic-Tassen dann rot wird. Zusätzlich zur RGB-LED. Wer es braucht, kann das Ding für sich für 1120 Euro holen. Ist schon ein krasser Aufschlag. Ich glaube, die 3090 Ti im Render-Server macht zumindest RGB-Änderungen, wenn es warm wird. Ja, das kann sein. Aber ist das passiert nie, weil Klimaanlage. Ja, passiert nie. Also erstmal herzlichen Dank, dass immer noch so viele Leute uns helfen gerade, dass der Stream, der größte Stream in Deutschland, am Freitag um 22.52 Uhr ist. So viele Zuschauer hat, glaube ich, im Moment Deutschland niemand live. YouTube, ne? YouTube, wir gehen. Niemand sonst ist auf YouTube gerade, glaube ich, so groß. Weißt du? Oder glaubst du gerade? Glaube ich. Kann ich gerade nicht nachfinden. Ja. Könnt ihr mal schauen. Ich habe es bis jetzt noch nie jemanden gesehen, der auf YouTube live mehr als hier ein paar tausend Zuschauer hatte. Und wir sind zwar jetzt noch um die 5000, aber das ist schon immer noch strong. Gut, wann hast du das letzte Mal aktiv einen Livestream geschaut auf YouTube? Oft. Oft. Und vor allem Louis Rossmann. Der hat neulich erst den Trojan Ring repariert, ein paar Mal. Ja, deutsch, ne? Ja. Es gibt kaum deutsche YouTuber, die live sind. Also, ich habe auch mal Raspberry Pi Cloud verfolgt, ne? Und so, aber die gehen alle nicht so oft live. Oder XCR Control. So, Dankeschön, Gabriel Preis. Herzlichen Dank, das freut mich sehr. Aber wir haben noch ein ganz kleines bisschen Ding-News. Ein bisschen habe ich noch. Das wird den großen Riesen dieser Welt nicht gefallen, aber mir natürlich umso mehr und wahrscheinlich euch auch ein ganz kleines bisschen. Denn wir haben strenge Regeln für Facebook, Amazon und Co. Was heißt das jetzt schon wieder? Naja, passt auf. Amazon, Facebook und Co., alle, die hier DSGVO-relevant sind, die bekommen jetzt einen richtigen aufs Brett. Den Gatekeeper. So, wer ist als Gatekeeper betroffen? Eben Amazon, Meta, Alphabet, Apple, ByteDance, TikTok und Microsoft. So, und es gibt ja Gebote und Verbote für Gatekeeper. Und da ändert sich jetzt einiges. Ne? Digital Markets Act, der gelaufen ist. Was darf man machen in Hinsicht von Werbung, von Transparenz, von User-Daten? Was darf man machen im Hintergrund dieser Wörter, die ich hier nicht nenne und schnell überscrolle, weil uns YouTube sonst ins Rausch haut? Gefälschte Produkte, Betrug offensichtlich, Scam, halt alles, was da so richtig, richtig böse ist. Und die werden da jetzt in Anführungszeichen, nennen wir es mal, Störerhaftung genommen und müssen strenger kontrollieren, strenger darauf eingehen. Und es wird ein paar Leute mehr treffen, ein paar Leute weniger. Amazon wird sich rausreden mit, hey, wir haben ja ganz viele Shop-Besucher und die Leute sind für ihre Shops selber verantwortlich. Das wird nicht ganz gehen. Die werden sich damit ein bisschen rausreden und sagen, hey, wir machen Druck auf die anderen. So, jetzt kommt die nächste Sache. Meta kann sich da nicht so eigentlich rausreden, denn Instagram mit ihren Verkaufssachen, diesen Fake-Kaufdingern und so weiter, ist schwierig. WhatsApp ist sowieso schwierig, wissen wir. Ihr kennt alle diese WhatsApp-Gruppen, in die Tanten und Omas und eure Eltern reingezogen werden und auf einmal wird versucht, ihnen Tupperware zu verkaufen, eine Tupper-Party zu hosten. Im harmlosesten Fall. Oder die Wundercreme, die Heilerde, die sie naschen sollen. Ich fress Erde und bin dann super gesund. Was? Reden wir nicht drüber. Das ist eines dieser Special-Themen. Die Menschen decken sich tolle Sachen aus. Wir sind im falschen Business, Alex. Wir verdienen da einfach zu wenig. Wir brauchen mehr Atlantis Platinum Heilkarten, die unser 5G-Netz stabilisieren. Let's go, wir haben doch den Shop. Der Geekfix-Shop.de.
Alphabet ist noch die, die am leichtesten rauskommen werden mit ihrer Alphabet-KI und was sie alles restringieren und Suchbegriffe und Analysedaten. Die können so viel zensieren, wie sie eben können. Die sind sehr, sehr erfahren damit mit YouTube und Content-Durchsichtung und so weiter. Apple ist mal wieder alles egal, wie immer. Die sagen dann einfach, okay, ich schalte eure Business-Telefone ab oder irgend so ein anderes Druckmittel und dann kriegen die wieder eine Sonderlösung, wie sie jetzt USB-C haben, aber immer noch USB 2.0 Datengeschwindigkeit durch USB-C prügeln, was sie können und keiner ihnen da auf den Schlips tritt. TikTok hat ein Problem, aber denen ist Europa auch egal, weil Europa ist der kleinste Markt für TikTok, der allerkleinste. Die interessiert hauptsächlich natürlich der asiatische Raum, der indische Raum und der amerikanische Raum. Der Rest ist wurscht, weil die bringen viel weniger Geld ein. TikTok wird dann einfach entweder bei uns dicht machen oder die App wieder umbenennen und was anderes wieder reinhauen. Die werden kein Drittel der Welt ausschließen, Alex. Nee, ausschließen nicht, aber die machen das wieder auf so eine super spezielle, weil TikTok war ja vorher auch eine andere Plattform, hat anders geheißen und dann nennen sie sich einfach in Europa wieder um. Ja, dann gibt es eine neue App, ja. Genauso wie Temu einfach Wish ist, nur halt umbenannt. Also, nein, das ist eine andere. Weißt, was ich dahinter. Ja, schon, und, aber die und Shares. Lager in Europa, das ist ein Unterschied. Ich weiß, aber die Shares und die Anteilseigner, ne? Wir gehen jetzt nicht zurück bis auf BlackRock. Aber ja, gut, alles gehört Tencent und BlackRock, klar. Und Vanguard. Darf man nicht vergessen. Na gut, und Microsoft gehört ja alles. Gehört Bethesda mittlerweile, Activision, Blizzard. Dann kaufen sie halt die EU noch. Bill Gates hätte es so gewollt. Irgendwas ja. Werden sie sich einkaufen. Hat China nicht Anteile in Tencent und BlackRock? Ja. Also die Partei, das Land selber. Kommt Musical.ly? Nein, kommt nicht zurück. Halt. Der krasse Drop ist passiert. Ich muss aber sagen, nach unserem krassen Drop, ne, nachdem unsere Zuschauer jetzt gemeint haben, sie wollen nicht mehr Rechenleistung opfern, sind wir immer noch auf 261 Zuschauer, was mehr ist, was wir sonst überhaupt hatten. Herzlichen Dank für unser Experiment. Aktualisiert. Oder, was auch sein könnte, die Sessions wurden terminated. YouTube hat den Stream jetzt auf dem Schirm und hat entweder die Sessions terminated oder fängt jetzt an zu prüfen. Könnte sein. Also ich interagiere der User, wenn nein, wird sein View jetzt nicht gezählt. Aber wir sind trotzdem auch schon passiert. Bei 258 gleichzeitigen Zuschauern, was mehr als doppelt so viel ist wie sonst, was sehr stark ist. Wir sind bei 69 Zuschauern auf Twitch und bei 258 heißt, wir sind circa bei 300 Zuschauern, was schon ziemlich strong ist. Ob wir es nochmal hochkriegen, kann ich nicht sagen. Die Chatfrequenz und so weiter sah eigentlich ganz gut aus. Wir schauen mal drauf, wenn es denn aufmacht. Die Chatfrequenz sah eigentlich ganz gut aus. Die sieht auch immer noch gut aus. Ja. Jetzt schauen wir mal rüber, ob hier noch andere Auffälligkeiten da sind. Wir werden diese Statistik im Nachhinein runterladen und ich werde sie direkt analysieren und zerlegen. Die Aufrufe sind jetzt gecapped bei 2171. Klar, ihr habt gesehen, das sind die Aufrufe konstant. Das ist, darf man nicht vergleichen mit hier oben gleichzeitige Zuschauer oder sowas, sondern wer neu reinkommt und wie oft ein Aufruf getätigt wird. Das heißt, hier haben die Zuschauer Gas gegeben und haben gesagt, pass auf, wir helfen euch auf die Startseite zu kommen, bis hier. Ab hier hat der Algorithmus ein Stück weit übernommen und Leuten vorgeschlagen. Und ab hier wurde jetzt gecapped. Das ist doch interessant. Anna würde das keinen Sinn ergeben, weil so, wir haben, das, was Alex hier gerade sieht, ist schon eine normalisierte Statistik. Es ist schon normalisiert. Dann würden wir die normalisierte Statistik nehmen, die als Daten in vielleicht Time Database einen Influx oder so speichern und dann wieder in Graph umwandeln. Das ergibt wenig Sinn. Chatumsatz heißt immer, wenn jemand einen Superchat von uns lostritt. Das ist zum Beispiel ziemlich stark. Wir hatten bis jetzt noch keine Spenden jetzt über Stream Labs oder ähnliches. Deswegen. Doch. Hatten wir? Habe ich nicht gesehen. Was kam rein? Der folgende Satz, ich weiß nicht mehr. Dann mache ich das hier gleich mal auf, dass es auch unten schön im Stream angezeigt wird, denn ich möchte ja auch, dass unsere Zuschauer das dann sehen. Ihr bekommt ja hier unten, also warte mal, ihr bekommt hier unten immer so ein kleines Dings und da werden alle neuesten Spendulierungen dann hereingefahren für euch. So, Dankeschön, Drukabi, das würde mich auch freuen, aber wir haben mal wieder herausgefunden, YouTube hat uns geshadowbanned bis zu einem gewissen Punkt und unsere Reichweite auch sehr stark limitiert im Vergleich zu anderen Kompetitoren. Jetzt im Moment ist das ein bisschen geliftet, auch dadurch, dass ich mehr Content gepusht habe. Und ich sehe aber daran schon, man sieht sogar, wann eine Über- und Untersteuerung kommt und wann YouTube immer wieder nachkorrigiert hat, aber auch neue Leute reinempfohlen hat. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt so weiterzieht oder ob unsere User da nochmal nachsetzen werden, dass wir so einen zweiten Hochpush kriegen. Ich bin gespannt.
Wann kommt Kofi? Bis jetzt gar nicht. Also wir haben... Sind wir am Überlegen. Bis jetzt noch gar nicht. Also wir werden das überlegen natürlich, aber... Vorteile. Ich hab's mal ins Ticket aufgenommen, weil das hat tatsächlich ein, zwei Vorteile. Das ist übrigens absolut richtig, Paul. 0007. Aber Paul, BlackRock gehört nicht nur alles, sondern es gibt einzelne Individuen, denen das sind nicht unbedingt die Vorstände und so weiter, aber die haben im Kreis finanziert. Herzlichen Dank für den Superchat. Dankeschön. Ihr seid super weiter, so sagt der Thomas. Dankeschön. Interessant ist da an dieser Stelle, könnt ihr euch gerne mal reinschauen, ist ein interessantes Thema. Du hast da BlackRock, Vanguard und noch ein anderes Unternehmen, was mir gerade im Kopf nicht einfällt. Und diese drei halten die meisten Shares aneinander. Das heißt, dass keine Marktmonopolis, das sind eigentlich Scheinfirmen, wenn man so will. Dass einfach nicht das Kartellamt kommt, sagt, das ist eine Marktmonopolisierung und da wird eingegriffen und so weiter. Da gibt es mehrere Firmen, die gehören eigentlich den gleichen Leuten, die machen das Gleiche, halten gegenseitig ihre Anteile, dass niemand reingrätschen kann und denen gehört die Welt. Weil sie überall investiert sind und überall die Finger drin haben. Schönes Zitat kennt ihr noch den Smoker aus Akte X? Der Mulder hat seinen Vater damals gefragt, ich hoffe, ich spoiler nicht, falls das jemand noch sehen wollte, gefragt, ja, warum wirst du nicht Präsident, wenn du Macht willst? Und er antwortet, bin ich blöd? So viel Macht würde ich doch niemals aufgeben, um Präsident zu werden. Und so ist es eben auch. Die Leute, die dann wirklich sagen können, mach mal heute Krieg da, mach mal Krieg da, die wirst du niemals erleben und die wirst du auch niemals sehen, die treten auch niemals ins Rampenlicht. Aber interessant ist halt, diese Spuren zu verfolgen, wer die Shares von wem und wie hält und wie das ganze Netz da funktioniert. Das ist schon ausgeklügelt aufgebaut bei den meisten Firmen oder richtig superreichen, wie nennt man das, finanzwissenschaftlichen Leuten. Ich möchte euch aber noch was zeigen, bevor wir mal eine Pause machen. Alex. Englischen Contest. Das stimmt. Englisch, ja, Schmenglisch. Das Blöde ist, ne? Unser Humor translatiert nicht so geil ins Englische. Aber gab's mal. Ja, gab's mal. Versucht. Aber unser Humor kommt dann halt nicht an. Ne? Du kannst es dann in schönem We can do this in the good German English. That version you wouldn't like, my friend. You can speak proper English, that's no problem. Yeah, it's no problem, but it doesn't sound that well. And we don't address the right people. Yeah, you sound like Ratzen, Fratzen! Was? We can do a proper Texan slang if you like. Nein, wollen wir nicht. So. Just text to speech. Ja, aber übrigens. Random Fakt, den keiner wissen kann, außer ich, der über diese komische App hier mal reingeht. 9% unserer Zuschauer schauen mit Untertitel. Ja, halt ohne Wurstsalat. Wirklich, die 9%. Gut, wundert mich nicht so oft, wie YouTube bei mir Untertitel aktiviert. Warum auch immer. I don't know. Die App hat ständig Untertitel an. Nervt mich extrem, aber ich habe keine Ahnung, warum. Rovo, willkommen als Starter-Geek. Dein Perk und an alle da draußen, die immer noch zusehen. Wenn ihr Starter-Geek werden wollt, dann macht es. Denn ihr bekommt da alle Livestreams, die wir jeweils gemacht haben, umsonst. Das heißt, ihr könnt jeden Livestream, den wir jemals gemacht haben, immer angucken, wenn ihr wollt. Mittwoch gab es fix im Discord, Alex. Ja. Seit Mittwoch werden die YouTube-Memberships wieder richtig mit dem Discord gesynkt. Das heißt, ihr könnt euren Discord-Account wieder mit YouTube verbinden und bekommt die YouTube-Member-Rolle im Discord. YouTuber wegen Gameplay-Video-Streamings zu haben. Was? Ja, da habe ich irgendwas am Rand mal mitbekommen. Müsst ihr mir nochmal reinschreiben. WLED ist geil, aber ich habe auch sehr viele Lampen. Videos. Okay, das kann sein. Stimmt. Also WLED gut. Ich würde dir an deiner Stelle raten, MQTT, Tasmota oder Zigbee. WLED ist gut. Ist toll zu steuern und so weiter, aber mit mehr Stock-kompatibel sind die anderen Sachen. YouTube ist dann wegen der Vorschau der Videos. Ah. Was mich richtig nervt. Bei der Vorschau der Videos habe ich gestern rausgefunden. Ich wollte gestern aus meiner Watch History ein Video gesucht, denk mir, warum ist die so voll? Warum sind da so viele Videos? Bis mir aufgefallen ist, ja, alle, über die du drüber scrollst in der App, die dann diese Vorschau anfangen abzuspielen, werden in deiner Watch History angezeigt. Yes. Als angefangen zu schauen. Angefangene Videos. Das heißt, wenn du drüber scrollst, oh,
Oh, es gibt auch noch einen geilen Tick. Ihr könnt ein Video anschauen und könnt dann nach oben, also ihr könnt, wenn ihr ein Video ins Vollbild schaltet, könnt ihr mit der Pfeiltaste nach unten die Kommentare lesen, wenn das Video weiterläuft, ohne dass ihr es seht. Es geht dann als kleines Pop-up auf. Und es gibt diesen Trick, wenn ihr schaut, könnt ihr die Leiste nach oben ziehen und seht das Thumbnail von jeder Sekunde. Keiner von euch kennt das Feature wahrscheinlich. Ihr könnt ganz normal in ein Video reinschauen. Und wenn ihr in das Video reinschaut, dann könnt ihr die Leiste, die Fortschrittsleiste nach oben ziehen, und wenn ihr die nach oben zieht, dann bekommt ihr tausende kleine Thumbnails. Und dann wisst ihr ganz genau, wohin ihr scrollen könnt. Und ihr seht's. Zeig das doch mal. Ja, das kann ich. Ja, muss ich ja ein Video aufmachen. Ja, ich such mal. Ich such mal ein YouTube-Video. So. So, ich habe jetzt hier ein Video. Okay, schau. Also, hier ist ein Video und ich gebe euch mal. So, hier zum Beispiel. Wir reden jetzt nicht. Ja, ich schaue so Universumszeug. Also. Ihr schaut hier so an und ihr denkt, ach, ich würde gerne wissen, was kommt denn? Ihr zieht das einfach nach oben und schon habt ihr eine Vorschau von allen Szenen. Dynamisch. Geiles Feature. Und es gibt noch mehr so geile versteckte Features, über die keiner redet, die ich mega gut finde, weshalb ich diese Plattform sogar mag. Auch wenn es ein paar Bugs hat, wie zum Beispiel, dass ihr uns einfach mal 6000 Zuschauer schenkt. Ah. Oh, die sind bald wieder da. Nein, wir sind bei 234 Zuschauern. Okay, dann keine Chance im Moment. Also entweder funktioniert unser, wir pushen uns auf die Startseite leider nicht mehr. Aber oder wenn danke für alle, die es mitgemacht haben. Als hier doppelte Accounts erkannt. Und deswegen sehe ich das in meinem Player, aber du im Studio nicht mehr, weil das da normalisiert wurde. Wie gesagt, man kann auch nicht im Livestream funktionieren, weil er ja real-time encoded wird. Außerdem, also, wir haben ich bin aktuell, ich kann DVS an. Ich kann nochmal aktualisieren, aber nee, da passiert nichts mehr. 231. Das heißt, unser Trick wird gerade nicht mehr so gut funktionieren. Aber trotzdem, wir haben angefangen mit 100 oder 111 und sind jetzt bei 238. Das heißt, das ist schon mal allein das eine riesige Steigerung. Wollen wir die Jungs nochmal zum Lachen bringen? Die letzte Technos, die ich mache bis einer kurzen Pause, die wird interessant werden, denn das ist was zum Schmunzeln für euch alle, weil ich glaube, ihr werdet nicht glauben, was da passiert ist. Ich frage erstmal an die Jungs und dann an den Chat, was glaubt ihr? Ohne Google. Stopp. Ihr dürft jetzt nicht googeln. Ganz wichtig. Lasst es. Es nimmt den Spaß raus. Warum hatte Toyota bei seinen Autos einen Produktionsstopp? Antwort A. Weil sie vergessen haben, die Wasserrechnung zu bezahlen. Oh, ich erinnere. Antwort B, weil ihnen die Ersatzteile ausgegangen sind. Antwort C, weil sie keinen Serverplatz mehr hatten. Antwort D, weil zufälligerweise ihre Solarpaneele auf den Firmen Kurzschluss erzeugt haben. Loggt bitte ein. Ich habe da ein schönes Bild gesehen. Wasserrechnung, Server-Update. Chip-Krise. Kommt alles Mögliche rein. Ich löse auf. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, Toyota. Toyota findet den Grund für Produktionsstopp. Zu kleine Festplatten. Also, ja, das kann einem großen Unternehmen doch gar nicht passieren, oder? Hat 28 Produktionslinien lahmgelegt in 14 Montagewerken in Japan. Entschuldigung. Ich bin einer der weltgrößten Autohersteller der Welt. Und kann mir keine externe Festplatte kaufen. Ist keine Schadenfreude. Wirklich nicht. Ist keine... Alex? Dein Main-PC macht das Internet mal wieder nicht so sehr. Ja, das kann sein. Aber der andere läuft weiter. Okay, pass auf. Also, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Butter bei den Fische. Wenn ich, die haben ja bestimmt AWS oder Azure Cloud oder irgendwas. Die haben. Kannst mir nicht erzählen, dass 28 Produktionslinien in 14 Werken nicht mehr gehen. Weil einer einfach den C-Cleaner nicht durchlaufen gelassen hat. Nein, hör auf mit dem C-Cleaner. Ja, das ist ein Insider-Witz. Was da drin liegen?
Für die produktionswichtige Datenbanken, wie sie da hier schreiben, das werden wahrscheinlich irgendwelche Logs, irgendwelche Audit-Logs bzw. Seriennummer dazu werden, Events der Fahrzeuge, wie auch immer, wann ist es durch die Produktionsstraße und so weiter gelaufen. Das werden sie nicht in die Cloud schieben, das ist viel zu teuer. Mhm. Selbst in dem Scale, nein. Das ist wahrscheinlich irgendwo bei denen in den Firmen liegen. Bei der Cloud wäre es so, ja, du hast zu viel Speicher, du hast zu viel Speicher verbraucht, dann schickt man dir eine größere Rechnung. Und wenn es limitiert ist, dann macht es der Admin mit 3 Klicks weg. Jeder gute Admin hat spätestens bei 20% oder notfalls bei 15% Füllstand hat er eine Mail. Hey. 15 meinst du 85? Also wenn 15% noch frei sind, ne? Weißt du? Also 85. 15, ja. Da hat jeder Admin, kommt dann eine rote E-Mail, Achtung, könnte knapp werden, mein Freund. Wenn du 99% erreicht hast, wo dann nicht mal mehr die Logs gespeichert werden können und das Ganze in RAM läuft und jeder Server schon sagt, hey, Junge, und dann stürzen die Laufbänder und alles ab. Gibt keine Entschuldigung dafür. Gibt technologisch gesehen von der Abmeldung, da sind bestimmt Köpfe gerollt, da wurden Leute entlassen. Kann nicht funktioniert haben, sowas passiert. Aber man sieht es doch, dafür gibt es Uptime-Sachen und so weiter. So lang, dass so ein Log untergeht, nicht passiert. Vielleicht auch irgendwas gab es in vielen Firmen schon, dass das so viel gelockt hat, dass die Admins diese Logs einfach nicht mehr einfach ignoriert haben. Ja, das passiert in, du willst gar nicht wissen, wie viele Firmen internes Monitoring, irgendwelche Log-Server ignoriert werden, einfach weil so viele Meldungen kommen für jeden Scheiß, der dann als nicht wichtig eingeordnet wird. Das Wichtige aber, immer, aber Füllstand ist critical, du weißt schon, ne? Füllstand ist critical Kernkomponente. Ja, das, ne? Problem habe ich aber zum Beispiel auf Arbeit auch schon gesehen. Dann hast du halt ein Dashboard mit 5 roten Meldungen, die seit 3 Wochen da sind. Mini-Driver. Ja, sowas kann schon mal passieren, wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist, ein kleines Unternehmen bist. Dann fällt die 6. Meldung auch nicht auf. Das passiert viel zu oft. Wenn du ein Global Player bist, und das sind ja mehrere Fabriken, und es sind mehrere Administratoren, es sind mehrere Verwalter, es sind mehrere, die dafür verantwortlich sind, für das Clustering und Peering. Und irgendjemand wird das sehen. Irgendjemand muss Google hatte dieses Problem. Microsoft hatte dieses Problem. Microsoft ist vor 2 Jahren die Azure Cloud vorgelaufen. Die hatten die Festplatten voll vor 2 Jahren. Ich weiß, deshalb, dass das wieder passiert. Dass es einfach wieder passiert bei einem solchen. Passiert bei so vielen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Das ist. Sorry, mir hat sich einfach. Ich sehe, im Chat hat mir zugestimmt. Es ist so ridiculous. Tut mir leid, wirklich. Ridicule. Selbst wenn ich auf meinen Platten sehe, dass 50% belegt bin, fange ich schon an, alles zu säubern und zu leeren. Ja, Alex, du hast ein System. Vielleicht schaust du insgesamt über 5 Systeme drüber. Ja. Und ja, sie haben bestimmt nicht nur einen Admin. Du hast aber auch keinen. In diesem Unternehmen wird es tausende Admins geben. Tausende Admins. Du hast aber auch kein Monitoring. Du schaust manuell in deine Systeme, wenn du siehst. Toyota hat so viele Außenstellen und so viele Firmen. Es wird wahrscheinlich in den verschiedenen Büros und in den Produktionsstätten, in den Designstätten, es wird für so viele Sachen so viele Administratoren geben. An so vielen Stellen. Ich muss vielleicht nur hier so 10 Computer überwachen. Aber auch selbst wenn, sagen wir mal, wenn es nur 100 Admins wären und diese 100 Admins global müssten nur 10 Computer überwachen, dann würde das ausreichen, um sowas zu bemerken und zu verhindern. Denn eine Katastrophe, wie es immer so schön heißt, nicht nur in der Natur, sondern auch in der künstlichen Natur unserer geschaffenen Welt, eine Katastrophe ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Fails. Alex. Das heißt, das nennt man ein Kaskadenversagen. Das ist nicht immer nur, das Ding geht kaputt, weil, sondern das sind mehrere Dinge schuld, die dann dazu führen, du kannst, die gefailt haben. Du kannst keine 100 Admins einstellen, um deine, was hast du gesagt, 100 Systeme, um deine 10.000 Systeme zu verwalten. Nö. Das rechnet sich doch gar nicht. 10.000 Systeme, das sind in so einem Unternehmen 5 Admins. Du kannst aber 2 Admins insgesamt abstellen, die am Tag nichts anderes machen, als jetzt die Server zu verwalten, auf die Füllstände zu achten, zu schauen, dass die laufen, dass du Abstände da dockern, dass die Cluster funktionieren. Historisch gewachsen ist so ein schönes Wort dabei. Das hatten wir vorhin. Genau deswegen wollte ich diese Diskussion anstoßen, weil es ist ja... Weil es passiert viel zu oft, dass dann mal, gerade steht irgendwas still, das müssen wir schnell merken, vielleicht bevor unser Chef das merkt oder was auch immer, dann wird ein Server deployed, der wird dann nicht ins Monitoring aufgenommen und dann hast du schon was vergessen.
Ganz blöd. Oder ein Entwickler braucht schnell mal ein Testsystem. Dieses Testsystem wird dann aber irgendwann zum Production-System. Was es da schon für Geschichten gab. Ja, aber die werden. Hast du mitbekommen, wie der Microsoft-Key geleakt wurde? Ja, wir haben darüber geredet. Nein, jetzt ist rausgekommen, wie er geleakt wurde. Nee, hau raus. Achtung, okay. Holz wird groß. Und zwar, Microsoft hat diesen Key in Crash-Dumps gehabt. Diese Crash-Dumps hat das Production-Environment an das Development-Environment geschickt. Mhm. Und anscheinend ist deren internes Development-Environment, da wo der Source-Code liegt, deren Repository ist, was auch immer, so verseucht, dass da die Angreifer ein- und ausgehen und den Key sofort mitgenommen haben. You kidding? Und weil das scheint, diese Fehler, irgendwelche Crash-Dumps, die Fehler-Reports, so ausführliche Fehler-Reports, gehen deswegen so schnell direkt ins Development-System, weil die Azure Cloud so instabil ist, dass da durchgehend irgendwelche Crashes debuggt werden und die Entwickler dann teilweise Development-Systeme in Production promoten, um das wieder zum Laufen zu kriegen. Was denkst du, warum Microsoft alle 5 Tage einen Ausfall im Office 365-Sender hat? Ich habe die App mal auf dem Handy gehabt. Alle 4-5 Tage habe ich eine Meldung bekommen, dass irgendwas in der Azure Cloud down ist. Das ist richtig strong. Schlimm da. Richtig strong. Das nur alle 4-5 Tage. In unserem Monitoring-System auf der Arbeit kriegen wir täglich da E-Mails so. Okay, und bei uns beschwert sich einer, wenn der das System macht. Dauerhaft. Irgendwas ich sehe nur nicht. Die offiziellen Meldungen. Ich sehe nicht, wenn was nicht geht. Ich sehe, wenn Microsoft sagt, dass gerade was nicht geht. Alter, ist das witzlos. Ja. Es ist, ich weiß nicht, Microsoft. Was ja, es ist gruselig. Beruflich? Ihr wisst gar nicht, wie gruselig es bei Unternehmen wie Dropbox und so weiter zugeht. Ja. Wir wollen auch gar nicht drüber reden. Wir wollen auch gar nicht drüber reden, woher die ganzen AI-Forscher ihre Urheberrechte. Alex, ganz toller Kanal. Ja. Kevin Fang auf YouTube. Ja, hast du mir schon ein paar Mal gezeigt. Ja. Promote den doch nochmal. Promote mir nochmal Kevin Fang. Soll ich nochmal so aufmachen? Promote den doch bitte nochmal. Ja, guter Mann. Warte, ich mach mal den Channel extra auf. Ja, mach den mal Vollbild. Warte. Also, aber, ich werde mir jetzt auch auf der Startseite angezeigt. Microsoft-Saftladen, ja, aber in den anderen Clouds ist es halt quasi genau dasselbe so. Der Kerl ist also auch unterrepräsentiert, ist da vielleicht aber immer noch größer als wir. So, AWS und so ist halt auch nicht so toll. Kevin Fang. Fun Stories about Tech. Schaut euch die Videos einfach mal an. Der hat auch nicht mal 100.000 Abonnenten, macht aber einen guten Content. Der ist strong, der Mann. Den abonniert nur irgendwie niemand. Ein neues Kanal. Video veröffentlicht. Target Data Breach, ja. Der berichtet über diese ganzen Sicherheitslücken und Dinge, über die man eigentlich nicht reden sollte. Oder er berichtet nicht über die Sicherheitslücken. Er sagt, wie Firmen dahin kommen, ja. Es ist quasi Storytelling. Wie eine Geschichte, genau. Er baut ein Storytelling. Es ist nicht nur ein reines Hey Tech News hier, sondern er erzählt die ganze Geschichte dazu. Das ist schon sehr spannend. Gut, ungefähr. So ab dem Cloudbleed, Cloudflare-Video wird es richtig gut. Guten Video. Er macht das für Technik, was zum Beispiel, wer macht noch das genauso gut? Also Captain Disrespect macht das für Visual Effects und Internet-Hoaxes. Technology Connection macht das Ganze eben für Technologie. Dann kennen wir unseren, ich weiß nicht, ob ihr da in der Szene drin seid, aber ich liebe es am meisten, Summoning Salt, kennt ihr den? Summoning Salt sagt mir nichts. Summoning Salt ist der allerbeste Internet-Historiker, was Speedruns angeht und ihre Geschichte. Über jegliche Videos hinaus. Die Videos gehen immer ungefähr 40 Minuten oder Einschlaflänge, manchmal eine Stunde oder länger. Ist bis jetzt mein All-Time-Favorite-Lieblingskanal auf YouTube. Die Research, die drin steckt, übergreift Patreon, Discord, hunderte Leute, die ihm die Informationen, die Daten geben, und er arbeitet es chronologisch und als spannende Geschichte für jeden dieser Speedruns auf, wen es interessiert. Davon kenne ich sogar, ja. Das ist Quality Content, right here. Aufwand immens, also der Rechercheaufwand. Der holt sich über Internet Archive und so weiter Timeline-Data aus der Archive.net, aus alten Seiten, die es gar nicht mehr gibt für Speedruns, und dann tut er daraus Charts bauen und das Ganze aufdröseln. Völlig crazy. Völlig crazy, der Typ. Der steckt da vielleicht 300-400 Stunden nur in das Skript, bevor er es dann einspricht.
Und dann noch gut geschnitten. Und mit den Originalauszügen. Teilweise sogar auch AI hochskaliert von Sachen von 2003 oder 2002, uralt Speedruns, die dann in 240p liefen. Und das macht das sogar noch gangbar, dass man sich das im OG angucken kann. Großer Mann. Der Aufwand, der wird damit niemals Geld verdienen. Aber das darf nicht verloren geben. Es gibt sogar extra eine Archive-Seite, wo seine ganzen Videos mit quasi als Zeitdokument mit gespeichert werden. History of, ne? Das sind ja Zeitzeugendokumente und Sachen. Könnt ihr euch reinziehen, liebe ich. Welche deutsche Tech-Tuber kennt ihr? Da gibt es einige. Die Frage ist, ich hab dir mal was geschickt, noch zum wen du dazuzählen bist. Ich schau drauf, ja. Also du kannst gerne, also eine Windows 11 ISO gibt es nicht mehr, aber auf dem Discord habe ich dazu ein Announcement gemacht. Etwas ausführlicher war, warum das Ganze so nicht mehr kommen wird. Ja, der Bauer macht einen guten Job, ist auch der einzige Tech-Tuber in Deutschland, der international bekannt ist, auch weil das so brachial fährt, diese Schiene. Ne? Also da ist richtig viel Arbeit dabei. Sicher geht der Österreicher, jupp, freilich. So, wann ist das geschickt? Der offizielle Postmortem und ein sehr guter Kommentar von Fefe dazu. Oh, von Fefe? Warte. Okay. Oh Gott, Key Acquirement. Ja, da haben wir sie, die Key Acquirement. Der Key wurde acquired. Haben wir mitbekommen. Ja. Bitte lest ihr dann noch den Kommentar von Favorit. Post, den Post-Incident oder den Comment? Ihr Post-Incident. Ja. Oder vom Fefes Blog, ha? Huh? Ja, dann mal von Fefe, weil das ist, glaube ich, interessanter als das jetzt. Dann gehen wir halt auf Fefes Blog und lesen es da. Hast du einen Link dafür da? Habe ich dir auch geschickt. Ach, hast du, ich bin auch vorbereitet. Ja, du bist vorbereitet. Der Moritz ist immer so ein Vorbereiter. Der geht da ab. Ah! Microsoft hat ein Postmortem für den Master Key-Problem neulich veröffentlicht. Okay, das ist zu viel. Ja, der dritte Absatz nach dem Link. Nein. Der Corpnet ist offensichtlich komplett durchseucht. Ein einziger Kielig aus dem Produktionsnetz ins Corpnet hat gereicht für eine totale Kompromisse. Michael spricht hier von Assume Breach, wie in der Policy, aber es ist nicht nur eine Policy. Deren Corpnet ist offensichtlich tatsächlich komplett durchseucht und in den Händen irgendwelcher Threat Actors. Top! Das heißt, wenn das Corporate Net so durchseucht ist. Warte mal, das heißt, dass Piraten schon längst ihr Corporate Net gekapert haben und mitsegeln, sie wissen das und denken sich, naja, wir sperren sie jetzt mal nicht aus, das wäre zu viel Aufwand, wir hoffen einfach, dass nichts passiert. Sehe ich das richtig? Ja. Ich sehe also richtig, allein die Tatsache, dass es keinen Angriff gebraucht hat, sondern nur einmal musste dieser Key von Production in Development gehen und weil die Hacker ja schon in Development waren, haben sie den Key sofort gehabt. Boah, das ist heute. Das hat irgendwie was so von Loch im sinkenden Schiff und dann versucht man noch mit einem Eimer Wasser so rauszuschiffen. So, ja, du versuchst irgendwie Ressourcen zusammen, um das Loch zu stopfen. Auf der anderen Seite hebst du die Holzplanken raus. Okay, also ich muss erstmal zu euch antworten und zum Chat antworten, passt auf. Und dann muss ich noch. Just frame us. Wir können gern versuchen, auf deine Frage einzugehen. Kannst du sie bitte unten nochmal posten? Ich versuche gerade die Sachen nach unten abzuarbeiten. Erstmal zum Microsoft. Das heißt, die machen das Gleiche wie. Ja, wir nutzen jetzt einfach Torrent selber so. So gefühlt. Weißt du, wir gehen jetzt ins Torrent-Net und wir schicken alles darum. Kommt schon keiner, der irgendwas macht. Sehr interessant. Warum sage ich das mit dem Torrent-Net? Kennt ihr noch die Gruppe Razer M1911? Hatte Rockstar nicht jetzt eine Binary? Nein, Razer 1911, eine der bekanntesten Hacker- und Cracker-Crews aus der alten Zeit. Interessant ist, wenn ihr auf Steam ein Game kauft, wie Midnight Madness 2, und ihr installiert es, und ihr könnt dann die Exe rechtsklicken und im Hex-Editor anschauen, dann werdet ihr Copyright Razer 1911 lesen, also Cracker-Gruppe. Was heißt, offiziell, kein Scheiß, liefern sie gecrackte Games, weil sie den DRM selber nicht entfernen können, weil sie den Source Code nicht machen. Sie liefern einfach die selber runtergeladenen, gecrackten Games über Steam aus. Kein Scheiß, no front. Interessant war auch, gleicher Zug, hat jemand versucht, habe ich Reddit durchgeforst, hat jemand versucht von seinen alten Sims, hey, pass auf, könntet mir helfen, ich möchte das alte Sims-Game zum Laufen kriegen, ich habe die Datei nicht mehr, wurde echt geschrieben, hol dir im Internet einen Crack, wir haben es nicht mehr, lad's dir einfach so aus Torrent runter, wir haben die OGs nicht mehr.
Das hat er als Antwort vom Support bekommen. Das ist doch auch schon gemacht. Der Microsoft Support hat auch schon mal einen KMS-Activator benutzt, um Windows zu aktivieren, weil der Key nicht funktioniert hat. Ja, Microsoft hat selber Auto-KMS. Auto-KMS wurde, und es wurde echt mitgelockt, ein User hat gesehen, wie ein original Microsoft-Mitarbeiter mit Auto-KMS-Crack seine Windows-Kopie aktiviert hat, weil er es nicht hinbekommen hat bei ihm. Das ja. Wie? Naja, das hat doch... Piep, kann man sein als Unternehmen. Ich glaube, Sony und Nintendo waren es, die in ihren Minikonsolen geklaute ROMs hatten. Die NoCD-Seiten gibt es immer noch. Die waren nicht die besten, die gibt es immer noch. Aber reden wir nicht drüber. Die besten waren es nicht, aber ja. Es gibt immer noch es gibt eine, die war schon immer gut. Erinnert ihr noch an Game Copy World? Game Copy World gibt es immer noch und ist die größte, beste Seite, die in diesem Bezug, die es jemals gibt, und virenfrei. Wird immer noch kuratiert, Game Copy World. Aber darüber reden wir nicht. Denn Privatkopien sind zwar in Deutschland erlaubt, aber ich will ja nicht endorsen, dass jemand das nicht als Privatkopie nutzen könnte. Egal, ob er jetzt Steam-User oder Game Pass-User ist oder sowas. Am besten kopiert ihr euch die Spiele selber. Seid ihr am sicher. Genau. So. Deswegen setzen wir einfach mal nicht unser Vertrauen in irgendwen anders, sondern in uns selbst, dass wir jetzt mal eine Kaffee- und Klopause machen. Die Mini-Konsole meine ich die USB-betriebene Mini-PlayStation 1. Die Classic. Die war auch gut. So. WLAN dürfen untereinander auf sich zugreifen. Ah ja, das WLAN-Problem gehen wir nach der Kaffeepause mal an. Alex, die Mini-Konsole, die Classic, die hatte einen Emulator von GitHub und eine ROM von irgendeiner Piracy-Gruppe. Wurde ausgelesen und bestätigt. Ah, schlimm. Pass auf, eine Sache sage ich noch. Copterträume. Wie funktioniert MQTT, wenn du Tasmodo oder MQTT hast, du sendest mit MQTT, also du machst einen Channel, ne? Das Payload nennt sich das. Das heißt, du suchst dir einen Channel aus, über den kommt ein Signal. Das feuert immer nur. Es gibt drei Arten, wie gefeuert werden kann. Ich schalte immer auf Dauerfeuer, bis das Signal akzeptiert wird und schaue nicht, ob ein Gegencheck kommt. Es gibt, muss man sich für sein eigenes WLAN oder ein Netz einstellen, wie man es möchte. Und MQTT ist einfach, ich sende einen Befehl und du akzeptierst den Befehl. Der kann sein Helligkeit, weiß, gelb, blau, der kann alles sein. Der kann sein, mach den Switch an, mach ihn aus. Ich lasse sowas über Home Assistant laufen mit dem MQTT-Broker, der übersetzt und translatet dann zwischen den Plugins. Und du kannst mit MQTT alles machen und alles senden. Ob es jetzt RSS-Feeds sind, zu Befehlen zum Smart Home, so was auch immer. MQTT ist so der Allrounder. Der sagt einfach, ich sende einen Befehl von wo nach wo. Und die Namen der Payloads sagen einfach, dass du die unterschiedlichen Geräte voneinander trennen kannst, dass kein Broadcast-Storm entsteht auf der gleichen Leitung. Das heißt, du kannst dann drin mit Themen, nennst Themen. Das ist wie eine E-Mail senden mit verschiedenen Themen im Heimnetz. Das ist das MQTT. Und es gibt da ganz viel Dokumentation dazu, welcher Befehl was machen kann und wie man sie senden kann. Lies dich da mal ein. Das macht Spaß. Man muss es sich ein klein bisschen reinarbeiten. Pause. Ja, jetzt hat er es gar nicht übernommen. Warte kurz. Was? Was ich Mini Driver noch schreiben wollte, jetzt hat er nur den Smiley am Ende übernommen. Das erinnert mich an die Samsung und Huawei Mitarbeiter, Huawei, ja, die neuen Handy-Releases angekündigt haben auf Twitter, aber von einem iPhone gesendet. Ah, ja. Was wäre die Alternative, dass du nicht so viele Channels hast? Zigbee oder WLAD? WLAD funktioniert ein bisschen anders, aber da musst du die Channels und ähnliche Channel-Sachen einrichten auf den WLAD-Devices oder eben mit der WLAD-Software. Herzlichen Dank für diese Cheers und damit kurz in eine kleine Pause. Tschüss.
close your eyes. Close your eyes. So, ich bin wieder da. Der Moritz sagt die ganze Zeit, nein, 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 aber doch, 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 ich bin wieder da. Nicht, dass zu viele Zuschauer weg. Wir machen eine kleine Informationsrunde zu unserem Experiment, das wir heute gestartet haben, ob wir es auf die Startseite schaffen. Und ich habe interessante Sachen herausgefunden. Der Moritz hat ein bisschen getrickst. Und ich sage jetzt nicht, ob es jetzt der Moritz war oder jemand anders oder überhaupt, aber ich kann einer Person zuordnen, dass 4000 Zuschauer von einer Person kamen. Und diese 4000 Zuschauer, die von einer Person kamen, die wurden herausgerechnet. Was heißt herausgerechnet? Ihr werdet sie nicht zu Gesicht bekommen und ich auch nicht. Aber ich habe hier mal meine Statistiken und ich lese euch jetzt ein kleines bisschen was vor zu unserem YouTube-Experiment. Wir haben insgesamt 2520 Aufrufe generiert. Das liegt mehr als das Doppelte über unseren normalen Aufrufen, die bei YouTube immer so um die 1100 liegen. Interessant hierbei ist, dass unser Experiment wirklich verwertbare, interessante Daten geliefert hat. Passt auf, denn YouTube gibt mir nämlich genau an, wie viele Menschen woher kommen. Und das möchte ich euch mal näher bringen. Ich mache die Musik auch ein bisschen leiser dafür, dass es keinen nervt. So, passt auf, wir gehen mal durch, was heute unser Experiment mit dem kleinen Push und dem YouTube-Kaper gebracht hat. Es hat uns gebracht, dass über die Auswahl, Funktion zur Auswahl der Videos, das heißt also Startseite kamen 1691 Menschen. Müsst ihr euch überlegen, 1691 Menschen, das ist viel. So viel wird es den Leuten nie angezeigt, also das hat schon mal funktioniert. Direkt kamen nur 385. Meist haben wir es aber weniger insgesamt. Viel weniger. Und aus den Videovorschlägen, also wenn das Video so gedroppt wird und angezeigt wird, so an der Seite, kamen immer noch 138 Leute. Jetzt wird es aber ganz spannend. Wir haben 78.000 Abonnenten.
Von denen haben nicht alle die Glocke an, ist ja klar, aber mindestens über 1000 Leute. Und von den Benachrichtigungen, dass wir live sind, gingen nur 94 raus. Das heißt, es kommen nur 94 Leute über die Glocke zu unserem Livestream. Aber was noch absurder ist, also was ich richtig absurd finde, ist, dass über die Werbung, das heißt, 57 Leuten wurde unser Stream als Werbung angezeigt. Wer hat diesen Stream beworben? 57 Leuten wurde unser Stream hier als Werbung angezeigt. Das heißt, irgendjemand dachte sich, ich schaue mir jetzt ein Video an, wie ich Betonsteine in den Garten setze, oder ich schaue mir an, wie man meinen Laptop repariert, weil er gerade am Abrauchen ist. Und ich will dieses ganz wichtige Tutorial oder was auch immer gucken. Und in diesem Moment wird unser unendlicher Livestream einfach als Werbung davor geschalten. 57 Mal. Ja, aber warum? Das passiert doch nicht einfach so. Irgendjemand muss das doch in AdSense als Werbung, beziehungsweise als, in Google Ads als Werbung. Habe ich noch nie gesehen, gehört, erlebt. Habe ich noch nie. Gut, ich hab das schon mal mit einem Livestream gemacht. Ja. Da habe ich vorher einen Google Ads. Beitrag quasi erstellt, hab den dann bewerben lassen, sobald das Stream gestartet ist. Da funktioniert die Überprüfung tatsächlich auch sehr viel schneller als bei Videos. Aber ja, weird. Diesmal, auch, wer hat es gemacht? Pass auf, es wird sogar noch spannender. Und zwar, es haben 24 Leute unseren Stream gesucht und gefunden. 24 Leute haben nach dem Stream gesucht und kamen rein. Von extern, woher ich nicht weiß, was die Quelle ist, könnte Discord sein, könnte alles Mögliche sein, kamen 25 Menschen. Okay, und über die Playlist-Livestreams kam einer. Der muss sich verdrückt haben, das ist weird. Klar, wenn jemand reinkommt über die Kanalseiten und so weiter, verstehe ich das. Aber das ist doch mal... ja, also es ist sehr interessant. Wir haben herausgefunden, dass unser Experiment mit dem Push auch wirklich funktioniert. Das heißt, das können wir demnächst mal wiederholen, wenn wir einen längeren Stream haben. Aber dann werden wir uns absprechen, zu welchen Staffelungszeiten wir das mal ausprobieren, weil YouTube hat, und das ist das nächste, ein Threshold. Das heißt, man startet so ein Experiment oder so ein Push nicht am Anfang, sondern steigert sich über ein, zwei Stunden, dass dann die Leute zusätzlich kommen, und dann wird es nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ich werde mit ein paar Parametern so ein Experiment nochmal machen, jetzt nicht gleich im nächsten Stream oder so, aber ich bin mal gespannt. Wir wissen auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und das ist schon mal interessant. Eigentlich sollte das nicht funktionieren, dass man einfach so quasi seine Reichweite pushen kann in eine Zielgruppe. Aber schön und interessant. Sehr, sehr interessant. Habe ich. Die Frage ist ja, wie lange das noch funktioniert. Irgendwann werden sie es patchen müssen, ne? Aber weißt du, es gibt, und das ist ganz crazy, es gibt ja ganz viele von diesen Toy-Channels. Diese Livestream-Toy-Channels, die einfach Blödsinn streamen. Wo immer 300, 400 aktuelle Zuschauer haben. Und diese Channels, die gibt es seit 8 Jahren, die laufen da einfach durch und dann ist endlos Livestreams. Jeder dieser Channels hat manchmal 28, 30 Livestreams und da werden immer die gleichen Toy-CAD-Videos, die keinen Sinn ergeben, abgestreamt. Und zwar immer wieder durchgehend, durchgehend, durchgehend. Alles viewbotted. Und die laufen einfach immer weiter. Channels mit 20 gleichzeitigen Livestreams. Also das ist völlig, ja, das gibt so ein ganzes Subkulturnetzwerk, wo diese Sachen ausgestrahlt werden. Teilweise auf Japanisch, teilweise auf Indisch dann. Und dann werden einfach Videos gewischt, Dinosaurier, die Autos fressen und lauter so Zeugs. Und damit wird gebottet auf Kinder. Was? Wir müssen mal den 24-7-Stream wieder online bringen und das dann damit mal machen. Auf dem Zweitkanal? Können wir mal probieren? Ob wir da eine Strategie fahren, weil diese Experimente finde ich nämlich ziemlich cool, weil da kann man herausarbeiten, so ungefähr, wohin es hingeht. Denn wir machen YouTube ja schon sehr lange, seit 2016. Das heißt, wir sind hier schon auf dieser Plattform 7 Jahre. Und 7 Jahre sind in Internetzeiten ein riesiges Ding. Ne? Das ist ja schon Ancient History. Und weil wir das so lange machen, hat sich YouTube natürlich sehr oft verändert und auch natürlich, wie es Content behandelt. Wir waren mal eine Zeit lang im Favor, dann waren wir unfavorisiert, dann waren wir wieder im Favor, dann waren wir unfavorisiert und jetzt gerade sind wir anscheinend wieder verträglicher Content. Und natürlich verändert sich so eine Plattform auch mit der Masse und mit dem Mainstream. Muss ja, ne? Wir müssen ja auch mit TikTok standhalten und mithalten und hochkant und was hast du nicht alles gesehen? Und es ist ja nicht nur YouTube. Andere Plattformen bleiben zurück, neue kommen auf. So ist es mit Unternehmen geplant. Wie Jeff Bezos schon damals sagte, auch Amazon wird es nicht mehr lange geben. Und er hat Amazon selbst nur noch eine Halbwertszeit von 10, 15 Jahren gegeben, bis die Plattform platt ist. Hat er selber schon gesagt. Dann ist vorbei. Das
kommt immer sehr gut vor, den Aktionären. Ja, ihm ist es ja wurscht. Ihm ist es ja alles wurscht. Ja. Aber er hat natürlich recht, er ist Business Analyst. Und all diese Dinge halten immer nur einen begrenzten Zeitraum. Es gibt kein unendliches Wachstum, das ist nicht möglich. Genau. Irgendwann stagniert es und dann muss man umschichten. Das Inflationsproblem wurde noch nie gelöst. Nicht nur mit dem Wachstum, auch mit der Wirtschaft. Oh, aber habe ich letztens ein gutes Video gesehen. Ja? Kannst du, wenn du das findest, gerne mal vorschlagen. Ja. Aber wir können jetzt mal gern zwischen uns allen eine kleine Q&A-Runde noch machen. Noch 20 Minuten, dann gehe ich mal raus. Dass ich natürlich nicht zu lange den Stream heute mache, weil ich morgen arbeiten muss, relativ früh. Und Nachmittag ist dann Schwimmbad mit meinem Sohn. Ich muss ein bisschen Energiemanagement betreiben, falls ihr das kennt. Und ihr könnt gerne mal noch ein bisschen was rausfeuern, was euch denn interessiert, was wir drei jetzt Q&A können für euch. Und damit lassen wir es ein bisschen ausklingen, denke ich. PeerTube, da war ich auch schon mal. PeerTube ist interessant. Ah. So. Ah, okay. Hier. Ich habe es wieder gefunden. Hast du das, mein Freund? Ich weiß nicht, das ist eine Dokumentation. Die versuchen sehr ein Funkformat zu sein, wie es aussieht. Also extrem, ist aber nicht von Funk. Okay, du musst mir mal schicken. Welches Auto fahre ich? Von meinem Dad ein geschenkter, geerbter Vierer Golf Kombi. Den hat er sich gekauft im Jahr 2002. Und das ist mein liebstes Auto von Welt her. Der hat im Moment um die 200.000 Kilometer drauf. Und den werde ich fahren, bis er nicht mehr gefahren werden darf. Ich liebe dieses Auto, meine Frau nicht, denn die meint, der lenkt sich schwerer als ich. Klar, die hatte so einen relativ neueren. Aber nö, ich mag dieses Auto. Das hat uns das Leben gerettet. Und ich bleibe meiner Kiste treu. Eine Peer-Tube-Instanz könnten wir theoretisch auch aufbauen. Aber... Ja, wieso gehen viele Kanäle von Funk weg? Alle wollen nur Geld? Na, Funk hat enge Regeln. Funk hat redaktionelle Richtlinien und hat sowas wie kuratierte Timelines. Das heißt, du musst zu einem gewissen Zeitpunkt Sachen uploaden, ob du willst oder nicht. Du musst Verträge einhalten, du musst drüber schauen, du musst ein gewisses Maß an redaktioneller Arbeit standhalten und dann schauen auch andere Redakteure drüber und so weiter. Und das ist halt ein sehr top-down geführtes Ding, typisch öffentlich-rechtlich. Ja, kommt aus dem Fernsehen. Und das Problem mit dieser... Nein, ich habe kein Problem mit öffentlich-rechtlich. Nein, wir gehen... Die Arbeit, die dort vonstatten geht, hat halt eine gewisse Struktur und nicht jeder geht damit d'accord, vor allem, weil es auch nicht modern ist. Ne? Vor allem, wenn du nicht deine eigene Redaktion mitbringst und so weiter. Ist dann ein bisschen, und es geht auf die Substanz da zu arbeiten. Sag mal, darf ein DNS-Server in einem anderen VLAN liegen? Docker liegen im WLAN 100 und der DNS im WLAN 178. Klar dürfen die das. Solange du eine Route dahin hast, über ein Gateway oder so, das erreicht werden kann, dann absolut kein Problem. Ja, du musst halt eine Route setzen oder halt, dass die WLANs sich auskommunizieren können mit dem DNS. Das kannst du in deinem... Der SCP darf nicht in einem anderen liegen. Das ist was anderes, ne? Aber zum Thema PeerTube nochmal kurz. Ja, wir würden gerne einen PeerTube machen. Aber warum nach Tschernobyl? Traffic. Und da müssen wir noch schauen, wie sich das rentieren kann. Aber um eben Leuten Möglichkeiten zu geben und auch uns vor einem Tod einer Plattform zu schützen, mehr oder weniger, streamen wir. Zumindest versuchen wir das immer jetzt wieder weiter auszubauen, nachdem die Server wieder laufen. Uns breit zu halten, weil du weißt ja nie, welche Plattform wie lange lebt und wo die Leute hingehen. Überall auszubreiten. Wir sind einfach überall. Wir entscheiden nicht. Ihr könnt entscheiden, wo ihr schaut. Wir sind aktuell live auf Twitch, YouTube, Facebook, Trovo und Kick. Ja. Die TikTok, Instagram kommen noch und was danach noch kommt, müssen wir schauen. Wenn ihr gute Empfehlungen habt, schreibt sie mir gerne. Am besten mir direkt auf Discord. Mein Name ist Moritz. Dann kann ich mir das anschauen. Dann kann ich das auch implementieren für die nächsten Streams. Supernova, nochmal ganz kurz zu Funk. Die wollen nicht Kohle, deswegen. Das Problem ist, klar, bei Funk hast du ein festes Gehalt, was geil ist. Du hast immer ein festes Gehalt. Geregelt. Du musst nicht hoffen, dass du Futter kriegst. Oh, wir haben einen Daumen nach unten für den Stream. Schade. Das Problem dabei ist, nicht das fixe Gehalt oder die Attitüde, sondern Simplicissimus haben dazu ein gutes Video gemacht, warum sie sich von Funk verabschiedet haben. Richtlinien, Guidelines und was du machen darfst und was nicht.
Das heißt, du darfst auch manche kritischen Sachen nicht beleuchten, manche Themen. Da gibt es dann Listen von Wörtern oder Themen, die du nicht ansprechen musst, die du anders abhandeln musst und so weiter und so fort. Weil es wird ja mit öffentlich-rechtlich assoziiert. Das heißt, du hast auch einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen darfst, aus dem du nicht heraus darfst. Und wenn du mehr Freiheit suchst, weil du mehr Sachen machen willst, behandeln willst oder auch mal was Neues probieren willst, dann bist du da halt falsch. Es wird halt geführt, typisch, als wärst du gut im typischen Beamtensystem drin. Ist so. Stimmt, auf Odyssey würde ich den Stream sehen. Odyssey kenne ich noch gar nicht. Kann. Odyssey ist, da haben wir schon mal drüber geredet, da ist Nerd 7. Da ist sie noch dahin. FTTH wäre ich neidisch. Oh. Odyssey, ja. Ne, wir haben es auch mal versucht die mit Livestreams. Flowplan haben wir probiert. Nebula lohnt sich nicht, weil wir keine. Flowplan nimmt uns nicht an. Ja. Aber stimmt, die sehr viele große Tech-Channels sind auf Odyssey. Das Supernova? Natürlich sind sie bis zu einem gewissen Mastercore. Du machst, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du wärst jetzt ein Videoentwickler oder bietest deine Skills an, weil du drehst. Ne? Die werden immer zugebucht. Du bist zugebuchter Kameramann oder sowas. Dann gehst du weit unter den Marktpreis, weil du musst erstmal Aufträge kriegen. Sobald du einen Namen hast, genauso wie auf Fiverr, kannst du den eigenen Preis und dein eigenes Ding festlegen. Vorher bist du gezwungen, für einen Hungerlohn zu arbeiten und dich allem zu beugen. Wieso? Weil wenn du es nicht machst und du hast keinen Namen, kannst du nichts erreichen. Egal wo du anfängst, egal was du tust, du wirst erstmal bitte Ja und Amen sagen, solange bis du es dir erlauben kannst, was anders zu machen. So funktioniert leider die Welt. Ganz kurz, gibt es hier Leute, die sich mit Odyssey auskennen? Ich sehe hier gerade nichts zum Thema Livestream. Kann sein, dass Odyssey einfach keine Livestreams kann? Dann wird das leider nichts. Papierbauer, das reicht nicht. Das reicht nicht mit der eigenen Meinung. Das ist, auch Interface in Proxmox und mehreren VMs, das ist schwierig. Über eigene Meinung? Was? Mietern vielleicht ein bisschen was bauen, aber. Voice Mietern. Aber ein Audio-Interface in mehreren VMs gleichzeitig, das wird nicht möglich sein. Das wirst du durchreichen und dann ist es an eine VM gebunden. Eventuell, wenn du Audio zwischen VMs und her übertragen willst, schau dir mal Voice Mieter bei deiner an, wie Ben. Napster Killer, ich nenne jetzt keine Namen. Ich habe da. Es ist nicht. Es ist jede Redaktion in Deutschland. Jede Redaktion, du wirst mit jeder das Problem haben. Ich habe mit einigen Magazinen schon zusammengearbeitet, manche besser, manche schlechter. Ich habe mit einigen Redaktionen zusammengearbeitet, manche besser, manche schlechterer. Das Problem dabei ist, Redaktionen werden dir ganz oft und ganz schnell, es gab eine Zusammenarbeit, die ich gemacht habe, da musste ich dann einzelne Wörter umschneiden, und zwar in einem Video, und dann habe ich die Koop beendet. Ich rede jetzt dann nicht weiter drüber. Da musste ich einzelne Wörter umschneiden am Ende, weil es die Vorgabe war, nee, das passt uns nicht, Revision 8 oder was auch immer gefühlt, Timecode, und dann musste ich auf Sekunde, Snippets von 1-2 Sekunden sollte ich dann umschneiden, und das mehr als 20 Stück im Video, nur dass das Wording dann geändert wird. Und wenn es dann so weit geht, dass das halt quasi so im Rahmen läuft, und das machen Redaktionen eben, weil sie wollen eine Message, sie wollen was verkaufen, sie wollen sich gut stellen mit dem jeweiligen Sponsor oder mit der jeweiligen Firma oder. Und wenn aber du was erfüllen willst von Top-Down, dann ist das so. Aber Alex hat dazugelernt, jetzt sind die Revisionen vorher vorgegeben, jeder weitere kostet Geld. Seitdem wird es weniger. Beziehungsweise die meisten Firmen, die mit uns arbeiten, denen biete ich gar keine Revision mehr an. Achso, gar nicht mehr, okay. Ich biete eigentlich keine Revision mehr an. Take it or leave it. Wenn jemand mit uns arbeiten will, take it or leave it. Also, das größte der Gefühle ist, dass ich mal ein Footage austausche, wenn jetzt ein B-Roll läuft oder so, ne? Wenn sie sagen, hey, zeig doch ein anderes Video über dem Talk, okay. Aber ja, oder wenn der Sponsor-Segment noch nicht ganz fertig hat oder so, das passiert mal. Was ist das nächste große Ding am Haus, was bevorsteht und was du dir eventuell was du vor dir her schiebst? Drainage. Die Drainage muss gemacht werden, unser Keller läuft voll Wasser, das ist teuer. Muss aufgerissen werden, der Beton muss weg und dann muss drainagiert werden. Und wenn die Drainage gemacht wird, müssten eigentlich die restlichen Fenster gemacht werden. Der Balkon muss neu gemacht werden, weil das Holz wegfault. Das heißt, ich muss das Holz abnehmen und das eigentlich neu machen, neue Bodenplatten reinmachen. Die Bodenplatten habe ich schon. Und dann muss eigentlich noch im Garten einiges nivelliert werden, dass wir eine Treppe bauen können, die hoch auf die Garage geht, dass ich da eine Terrasse draus basteln kann und der Garten hübsch gemacht wird. Und eigentlich müsste ich im Haus hier überall noch die Fußbodenleisten fertig machen und silikonieren. Und dann stehen die Bäder an. Denn Bad unten muss renoviert werden, dass Bad oben gemacht werden kann. Gusseisen, Badewannen müssen rausgeflext werden. Das ist so, keine Ahnung, wie ich es mache und wie ich es zahlen soll, bis zu den nächsten 5 Jahren.
Odyssey gibt es eine How-to-Livestream? Oder 10, das 20, niemand? Ich schätze erstmal 15 Jahre vielleicht, wenn ich Glück habe. So wie die eigene Moderatorin interviewt wurde bei einer Umfrage. Oh ja, das war interessant. Bodenhart Gefälle weg vom Haus in diese Richtung. Oh das doch, es gibt einen Livestream. Okay, dann werde ich mir das mal anschauen. Ich sehe gerade einen Livestream von einem. Ja, okay, anscheinend gibt es hier einen Live-Chat, doch. Ich schaue es mir mal an. Vielleicht sind wir nächste Woche auf der V-Diesel. Übrigens, das hier hat der Moritz vorhin gemeint, und zwar das hier war der Wupp. Dieses Video. Sehr gutes Video. Klingelstreich beim Kapitalismus. Haben Chefs der Unternehmen irgendeinen Plan? Und übrigens, das Interessante ist, ich gebe euch da mal kurz einen Ausblick. Also ich kopiere euch das, und das Video passt sehr gut zu einem Thema, das ich hatte. Achtung, Moritz. Ich habe einen Freund, dessen Namen nenne ich nicht. Und ich sage auch nicht, wo er herkommt. Nicht, dass irgendwie da eine Verbindung entsteht. Der ist aber ein bisschen Whistleblower. Beste Kumpels halt. Und ich unterhalte mich gerne mit ihm. Und er war schon Abteilungsleiter, der war im Kader der relativ großen Firma. Und die machen sehr viel, auch staatliche Verträge und so weiter. Ihr wisst ja, Schweiz kann da ein bisschen sehr interessant sein. Vor allem mit Kontraktoren und so. Und er findet sich gerade schlecht in der Firma behandelt. Ich sage ihm auch, er wird schlecht behandelt. Eigentlich habe ich ihn schon öfter gesagt, er soll da kündigen, weil er nicht mehr Kader ist und so weiter. Und es ist nicht nur das, sondern auch würden er geschätzt von seinen Chefs. Langes Thema hin und her. Und er ist schockiert, auch aus allen Schulungen, aus allen Dingen, die gezahlt werden und aus allen Vorträgen und allen Speaker-Reden, Hallen, das kostet ja alles Tausende, sowas zu buchen und dann dahin zu gehen. Und dann werden da Teambildungsmaßnahmen gemacht in diesen Unternehmen bei Einzelteams und wer hat die Teamleitung? Es soll ja keine Teamleitung geben, sondern jeder soll sich gegenseitig ergänzen. Halt lautes moderne Konzepte, auch in der Teambildung, Zusammenarbeit und im Management der Mitarbeiter. Untereinander auch. Und er ist schockiert, auch ein relativ großes Unternehmen, dass keiner der Chefs wirklich eine Ahnung hat. Und ich so, Junge, niemand hat eine Ahnung. Wir sind alle erwachsen. Und als Erwachsener legt man die Illusion ab, dass irgendjemand eine Ahnung hat von dem, was er tut. Keiner weiß, was er tut. Alle sind Kinder mit einem Ameisenhaufen und einer Lupe. Und wenn da der Chef hockt, wirst du ihm die Nervosität nicht ansehen, wenn er irgendwas macht. Aber intern oder Ticks wirst du wahrnehmen oder Mikrogestiken, weil alle nicht wissen, was sie tun. Da kannst du in jede Führungsebene gucken, kannst jedes Unternehmen gucken, alle tun so. Fake it till you make it und die meisten faken bis zum Ende. Keiner weiß, was er auf diesem Planeten wirklich macht. Es fällt bloß nicht auf. Manche sind besser dabei, diesen Chamäleonschaltkreis zu aktivieren bei sich, dass sie so sich in die Gruppe einblenden und einfach so wirken, als wären sie die Macher. Aber es gibt einen Grund, warum die meisten Leute, die in Führungspositionen oder im Management sind, am Imposter-Syndrom leiden. Weil sie denken, irgendwann muss ich doch auffliegen, dass keiner weiß, was, Aber eigentlich machen das ja alle, deshalb fliegt niemand auf. Jeder denkt immer, ich muss auffliegen, dass ich inkompetent bin oder dass ich der Aufgabe nicht gewachsen bin oder dass ich ganz andere Anforderungen in diesem Job habe, als ich eigentlich kann und ich wurstel so vor mich hin. Das muss doch irgendwann auffallen. Es wird nicht auffallen. Aber selbst der als allen so geht, es besser geht, der ist auch der. Ich glaube, das so richtig ist und dann genau. Denkt schon, okay, du wirst wissen, was du tust. Und es ist an jeder Ecke, an jeder Ende, überall, egal wo du bist, ob du im Staat bist, ob du jetzt in der Juristiken, ob du in der Exekutiven bist, egal wo du sitzt. Es ist immer das, ob du in der Politik sitzt, ob du in einem großen Firmenunternehmen sitzt, als Abteilungsleiter, egal wo du sitzt, jeder fuscht. Und jeder arbeitet so vor sich hin und keiner weiß eigentlich so wirklich, was er so tun soll. Und jeder ist froh, wenn die Verantwortung da mal kurz aufhört. Weil jeder strauchelt. Und das ist also was Schönes, immer wenn ihr euch verloren fühlt, denkt dran, allen anderen geht's genauso, weil auf diesem Planeten hat keiner eine Ahnung, was er so wirklich macht. Das ist schön. Ist erschreckend. In der IT ist das schlimm. Vor allem, wenn es um Healthcare geht und Medizin und so weiter. Da willst du sowas eigentlich gar nicht hören, bei Medizin. Guter Push, keine schlechte Arbeit. Sag ich auch immer. Gut gepusht, ist halb gekonnt. Ist nur schlecht, wenn dir jemand irgendwie eine Schere in deinem Kopf vergisst oder so. Aber im Endeffekt... Ja, das passiert. Ne? Wir sind alle nur am Basteln. Wir tun halt manchmal so und manche sind dann ganz streng mit ihren Reglementierungen. Und die Leute, die sich meistens auf Regeln berufen. Ich rede jetzt nicht über Leute, die auf die VDE klug scheißern oder so. Jeder, der da drauf rumarbeitet, oder je mehr Leute Korinthen kackern, desto weniger Ahnung haben sie eigentlich oder selbstsicher sind sie. Denn jemand, der immer nur Regeln zitiert und sich auf Regeln verlässt, der macht es deswegen, weil es einem Sicherheit gibt. Und die Sicherheit brauchst du nur, wenn du unsicher bist. Reverse Psychology. Würden sie nie nach außen zeigen, aber wenn ihr eine Person kennt, die nur euch mit Regeln drangsalieren will und mit Vorschriften, dann wirst du meistens erkennen, dass das die unsicherste Person im Raum ist.
Ist halt so. Aber kommt immer darauf an, wen man trifft. Es gibt auch Leute, die sind sich dann selbstbewusst und denken natürlich, das, was sie machen, ist hundertprozentig richtig, weil diese Regeln und das Ganze sollte, das muss so funktionieren und das war schon immer so. Die folgen aber nur der Anleitung, ohne zu hinterfragen. Ne? Also das ist dann wieder eine Strukturabarbeitung. Strukturabarbeitung kann an einem gewissen Punkt auch gut sein, hilft aber nicht, um die Realität als Ganzes wahrzunehmen, außerhalb von einem vorerfundenen Pfad. Ne? Da kannst du jetzt auch nichts Neues machen oder beschreiten. Aber es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Ne? Wir sagen jetzt nicht, dass 100% der Menschen gleich sind. Es gibt immer statistische Sachen nach oben und nach unten. Das ist auch nur so ein Erfahrungswert von mir. Daniela, dann werde ich mir mal PeerTube anschauen. Mal schauen, vielleicht integrieren wir das ja. Wer arbeitet, macht auch Fehler. Wir sind keine Roboter, genauso. Und das muss erlaubt sein. Du hältst dich selten an Regeln. Und du bist noch dort, das ist gut. Ja, Realität gibt's gar nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Weil wir können die Alex, gar nicht erfassen. Dann stelle ich nochmal die Frage. Wollt ihr uns noch auf weiteren Plattformen sehen? Ich baue hier gerade die Liste. Schreibt mir gerne. Wir können noch mehr implementieren. Ja, Toyota ist kein Mensch. Ein Unternehmen ist wieder was anderes als Mensch. Und ein Mensch muss eine andere Richtlinie führen als ein Milliardenunternehmen. Denn je mehr Leute da sind, die wirken wie eine CEC-Fehlerkorrektur. Die müssten eigentlich Checksumme machen. Ne? Macht ihr Geschäftsessen-Meeting oder läuft das alles via Konferenzen? Alles via Konferenzen meistens. Weil wer hat das Geld, durch ganz Deutschland zu düsen? Konstant oder so. Manche Leute wohnen 100 Kilometer weg, manche 300, manche 400, 500. Das ist jetzt halt ein bisschen schwierig bei uns. Wenn es einen Teleporter gibt, würde ich jeden Tag mal zu einem von denen nach Hause teleportieren und ihnen einfach auf den Sack gehen. Einfach so. Ich würde einfach hinter ihnen stehen und einfach mal irgendeinen Blödsinn machen. Alex wünscht sich, sich zu Leuten nach Hause zu teleportieren und hinter denen zu stehen. Ja, falsch. Das klingt weird, Alex. Am liebsten dann, wenn frischer Kaffee gemacht ist. Einfach mal erschrecken und dann wieder weg. Ja, da bist du bei mir falsch, da gibt's keinen Kaffee. Ja, dann halt, wenn du dir deinen Tee machst oder deinen gefilterten Eigenurin. Ich weiß ja nicht, was du trinkst. Was trinkst du? Gerade hier die gute Elisabethen-Vitaminquelle im Glas mit Eiswürfel. So, ich dachte, du gehst jetzt hin, hast extra in dein Geblurtes gehalten, um die Marke nicht zu zeigen. Nein. Faktenbasiert. Verdammt, du hast recht. Ja, aber nicht teleportieren. Teleportieren gut, beamen schlecht. Beamen ist zerlegen in die Einzelteile. Teleportieren heißt alles 1:1 herübertransportieren. Das gibt es nicht physikalisch. Deshalb sei es müsste ein Teleporter geben, kein Beamen. Bist du der reingehst oder der rauskommt? Ein Begriff, Imposter-Syndrom. Tod oder Burnout. Wenigstens hat man eine Illusion einer Wahl. Kennst du das halbe Sekunde-Prinzip, Gerda Stimme? Das halbe Sekunde-Prinzip sagt, egal was du tust, ob du den Arm bewegst, ob du jetzt diesen Stift hochhebst, ob du ihn fallen lässt, in gewissen Hirnarealen deines Kopfes liegt dieser Befehl eine halbe Sekunde, bevor du es denkst, schon vor. Mach damit, was du willst. Wir wissen noch nicht, warum. Die Wissenschaft forscht schon sehr lange daran. Aber der Befehl, etwas zu tun, ist schon vorgelegt und das Hirnareal aktiv, bevor der Gedanke dazu getroffen wird. Jedenfalls können wir so gut das Hirn mittlerweile analysieren. Und das nennt sich das halbe Sekunde-Prinzip. Daniela, gerne, wir können ja mal schreiben. Aber Docker auf Proxmox, meinst du LXC oder was? Naja, ich bin ein Freund von VMs. Wenn ich sowas deploy, dann wird dafür eine eigene VM erstellt. Der Overhead ist mir egal, ist einfacher zu managen. Guten Kaffee, glaubt er. Aber ja, gerne, wir können mal schreiben. Oh gut, wie der K-Dragon gemeint hat, gibt es Kompetenz. Ich würde allgemein sagen, Kompetenz gibt es nicht. Es gibt Leute, die ihre Inkompetenz anerkennen. Also, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Also, das Problem ist, Kompetenz, wenn jemand sagt, ich bin kompetent oder über Kompetenz redet, führt schnell zu Hybris. Weil kompetent würde dann in dem Moment heißen, dass du alles erfasst, was mit diesem Thema zu tun hast und immer weißt, was zu tun ist, um es richtig zu lösen. Ne? Das heißt, du hast theoretisch, ne, nach der Theorie, hast du eine sehr, sehr hohe bis hundertprozentige Erfolgsrate bei dem, was du tust.
Jetzt ist natürlich aber auch die Frage, ob das, was du tust, überhaupt der optimale Weg ist für das Problem. Und so weiter und so fort. Da kannst du natürlich das Ganze down eruieren. Und stetes Hinterfragen ist eigentlich das beste Vorgehen. Und immer sich selber im Hintergrund haben, passt das überhaupt? Und ne, bis andere Leute es für gut genug empfinden. Aber Kompetenz tue ich mir ein bisschen schwer. Ja, frag einfach ChatGPT. Was ist ein Zentner? Immer noch bei 10.000... Bei 10.000 Likes ist, aber ihr könntet auch googeln, ne? Ihr wisst schon, ne? Google. Und die Antwort war schon zweimal im Chat. Zweimal war es. Und ich habe es auch schon gesagt, dass ich einen Zentner heben kann. Richtig. Kam das im Stream dann? H2O? Was? H2O? Jahrverbrauch. Jahresverbrauch habe ich nicht ausgerechnet bis jetzt. Ich zahle 180 Euro Abschlag für alles, für 4 Personen, Haus, dreistöckig plus Firma. Bin eigentlich ein Big Fan von dieser Kapsulation bzw. Nested VMs Container. Du meinst Container in Container in Container in Container, Moritz? Ja, genau. Problem ist, vorhin hat sie schon mal gefragt, die Daniela, und das Problem ist, sie will in allen Betriebssystemen einen USB-Controller oder eben Audio-Interface auf alle aufteilen und benutzen. Aufteilen geht ja nicht. Du kannst es egal wo immer nur einzeln benutzen, weil du sonst sowieso ASIO-Buffer, also selbst wenn du es im Linux-Kernel versuchen würdest über Docker und das Ding, du kannst es nicht splitten. Du musst exklusiv Zugriff auf was geben, weil sonst verrecken die Dinger. Selbst wenn du die besten Treiber hast. Naja, die Sache ist, kannst du es überhaupt so splitten, wenn du es an eine VM durchgeben hast, dann ist es bewegt. Macht Sinn für Livestreams, erspart Zoom. Was meinst du mit Zoom? Ist Zoom ein Autokorrekturfehler? Ich weiß gerade auch nicht. Klar, vieles bleibt ein Auge des Betrachters. Das ist immer so. Wäre es eine gute Idee, irgendwie einen Ofenherd mit Wasserstoff zu bauen? Das Grillgas gibt sich mehr mit 300. Also eigentlich das Beste wäre, wenn du die Sonnenenergie irgendwie dazu nutzt, zu heizen, weil die Hitze 100% des... Das Einzige, was richtig gute Umwandlung der Energie hat nach dem Energieerhaltungssatz, ist es, wenn du aus Strom Hitze machst. Weil das ist 100% Transformation. Quasi. Das heißt, jedes Stromheizgerät hat die beste Effizienz, weil einfach der ohmsche Widerstand Hitze und gut ist. Das heißt, aus Strom ist die beste, nachhaltigste, überhaupt effizienteste Form, Hitze zu erzeugen. Also die Entropie zu erhöhen, dass das Universum noch schneller kaputt geht. Entropie ist der Feind, aber wir müssen leider mit der Entropie arbeiten. Herzlichen Dank, Peter Balling. Leute, mir fallen die Augen zu. Gute Nacht. Ja, ich wollte irgendwie schon rausgehen, aber... Ich denke gerade an Mathe. Nein, ich möchte nicht mehr, Alex, bitte. Was? Das habe ich hinter mir gelassen, die Mathematik. Mit Essen machen und nicht heizen. Ja, du nimmst einen Elektroherd, haust ihn an einen Akku, den du am Dach mit Solar beladen hast. Also so eine Balkonanlage oder so. Das wäre das Beste, was du machen kannst. Hast du so eine kleine Powerbank, die vielleicht 1000 bis 2000 Watt, 2000 Watt wären gut. Mit 2000 Watt kannst du dein Essen warm machen und einmal kochen, so ein, zwei Stunden. Und dann lädst du am Tag wieder auf und dann kannst du es am nächsten Tag wieder nehmen, theoretisch. Danke, DJ Smoking Pipe. Hau dich rein, use it. Intel Pentium, beste Effizienz. Damit konnte man Eier braten. Ich wollte gerade sagen, zum Heizen war das ganz gut. Hast nebenbei noch was berechnen können manchmal. Peter Balling, was meinst du genau? Was erklärt einer? Und die 400 Ampere-Stunden sind schnell leer. Ja, 400 Ampere, was? kannst du machen, ne? Brauchst du dicke Leitungen. Ja, naja. Naja, Gasheizung hat nicht den hohen, hat einen hohen Energieeffizienzgrad, aber ist halt keine, ist eine endliche Quelle, ne? Die erstens nicht so geil ist in der Herstellung, weil du musst ja die Produktionskosten mit auf deine Verbrauchkosten mit draufrechnen, ne? So jeden Bohrer und jeden, der da mit frackt. Und blöd ist halt auch, ja? Ich glaube, du hast da gerade was verwechselt. Es ging jetzt um den Umweltfußabdruck, den ich jetzt noch mit dem Kopf hatte, ne? Gaswerk. Nee, vorher meine ich 400 Ampere-Stunden. Da brauchst du kein dickes Kabel, das sind nicht 400 Ampere. 400 Ampere-Stunden. Ah ja, sorry. 500 Watt, spät. Ja. Da brauchst du Ich habe jetzt mit 400 Ampere... Ja, es ist spät, es tut mir leid. Kann mal passieren. Ja, 220 Volt sind das 2 Ampere, ein bisschen mehr. Natürlich verbraucht es viel Strom, aus Wärme zu produzieren. Alles verbraucht viel, um
Hitze zu. Es ist der lossigste Verbrauch, den wir bis jetzt haben. Ne? Wir brauchen Hitze, klar, weil wir Menschen mit Hitze leben und essen. Und Lebewesen sind sowieso anspruchsvoller. Aber Hitze zu erzeugen braucht halt viel Ressourcen, viel Energieumwandlung. Ne? Energie geht nicht verloren, die wird ja nur umgewandelt. Ja, das funktioniert ja auch nur bei. Erzeugt 1000 Watt oder so? Nee, nicht ganz. Also wir sind ungefähr so bei zwischen 80 und 100 Watt. Wie 100 Watt waren es, 100 waren es, okay. Die Sonne auf ein Rohrbündel, damit das Essen braten können. Ja, das ist geil. Wenn ich zum Beispiel, ich möchte mir mal einen Grill mauern und den mauere ich auch und ich mache einen Parabolspiegel oben dran. Das mache ich also einen zusammenklappbaren, die kannst du ja überall bestellen. Und ich mache das absichtlich so, dass zum Beispiel zum Warmhalten, wenn ich dann jetzt mal gegrillt habe, mache ich diesen Parabolspiegel auf und kann immer noch genug Hitze auf die Bleche drunter transformieren. Ich habe mir da schon mal ein paar Skizzen gemacht, was ich ganz geil finde, zum Warmhalten oder um was fertig machen zu lassen, wenn Glut aus und so. Und du kannst einfach aufklappen, nimmst einfach irgendein Parabolspiegel und spiegelst es runter. Was denkst du, was du für eine Hitze kriegst? Damit kannst du nicht nur grillen, da kannst du den ganzen Topf warm halten für Stunden. Ja, Sonne ist gut. Ja, für Wärme gibt es eigentlich momentan nichts besser als Wärmepumpe. Halt! Wärmepumpen sind ineffizient wegen der Anlaufströme und dem ganzen Zeug. Was effizient sind, sind Klimaanlagen. Die sind technisch gleichwertig zu Wärmepumpen, Alex, weil sie genau das Gleiche machen. Ist eine Wärmepumpe. Weil sie technisch das Gleiche machen, aber dedizierte Wärmepumpen, die man sich sonst irgendwo hinstellt, sind viel schlechter als mehrere Split-Klimaanlagen, die nicht nur heizen und kühlen können, sondern von der Energieeffizienz und den Anlaufströmen besser sind. Ja, aber du würdest dieselbe Energieeffizienz auch mit mehreren Wärmepumpen hinkriegen. Das eben nicht, das kommt aufs Haus drauf an. Es kommt aufs Haus und die Technologie drauf an, vor allem auch die Geräte. Wenn du schon Split-Klimaanlagen machst, dann kannst du die Wärmepumpen doch genauso aufbauen. Das Ding ist, diese Technik wird so selten oder nie verkauft. Oder kannst du so kaum kaufen? Das ist ein anderes Problem. Es geht um das, was verkaufbar und kaufbar ist. Nicht so weit wie Klimaanlagen. Nein, bei weitem nicht. Also Split-Klimaanlagen wäre das, was ich hier auch umsetze, auf jedem Stockwerk. Split-Klimaanlagen, die heizen und kühlen können und die solarbetrieben, hast du viel höhere Energieeffizienz als so eine Wärmepumpe, die bei diesem Altbau hier nicht mal anlaufen würde oder einfach die ganze Zeit nur viel Strom verbraucht, dass überhaupt was geht. Schwierig. Aber im Endeffekt ist das mehr oder weniger dasselbe. Hallo, wir sind Deutsch, ich mag Gas. Oh, jetzt wird's aber düster. Jetzt wird's düster, meine Freunde. Denn wir können die Russen hier nicht weiter unterstützen. Auf andere Sachen gehe ich gar nicht ein, weil sonst sage ich ab zur AfD. Schwierig. Ja. Video würde es geben. Welches Video möchtest du, Babiba? Bei AMD haben 40 Quadratmeter Keller geheizt. Im Winter mit zwei Fenstern offen. Das schaffen heute die Intels. Nee, da musst du schon zurück gegen Skylake X. Skylake X bringt dir diese Leistung noch, wenn du diese Heizleistung unbedingt brauchst. Aber sonst. Ja, gut, 5 Euro. Mit Klimaanlage wird's. Ist nicht unmöglich, aber wird sehr schwierig. Herzlichen Dank erstmal für die 5 Euro. Hey, wollte nachfragen, ob du wieder ein neues Video machen kannst, wegen dem Fehlercode 43. Habe einen auf einer 6800 XT und kann sie nicht lösen. Puh. Das Problem ist, die habe ich nicht. Und die neueren AMD-Karten habe ich keine da, um das zu lösen. Ich kann mich dem Fehler nochmal annehmen, wie er im Moment ist, aber mit den neuen Grafikkarten habe ich leider keinen im Haus. Daniela, ich weiß, was du meinst. Gute Audio-Interfaces sind sackenteuer. Super sackenteuer. 3000 Euro aufwärts und so weiter. Ich weiß, und das sind Notebooks und so weiter noch das günstigste. Blöd wird es halt, wenn du es auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen willst. Normalerweise gibt es da einen Trick, und zwar von Behringer und entwickelt mit Midas. Sorry, ich weiß, es wird nicht deiner Qualitätsstandard. Midas waren das trotzdem ziemlich gut, finde ich. Würde nicht dem Qualitätsstandard empfehlen, aber Ultranet. Mit Ultranet kannst du mehrere Audio-Interfaces so koppeln, dass es an mehreren PCs. Du hast mehrere Audio-Interfaces, die über Ultranet gekoppelt sind, zum Beispiel die Behringer X18, und kannst sie dann cross verwenden und miteinander arbeiten lassen. Das geht. Bei Ethernet. Dann kannst du das machen. Dann kannst du ein Audio-Face anstecken und die werden wie eins behandelt. Ist aber wieder ein umständlicher und sehr teurer Weg, wenn man das dann skaliert, ne? Auf mehrere Systeme. Kann ich mich nicht als Wirtschaftsminister bewerben? Man kann sich bewerben als alles, ne? Es gibt Leute, die sind schon inkompetenter und als Maler Weltherrscher fast geworden. Aber das Ding dabei ist, ich würde sowas gar nicht machen wollen. Um groß zu werden, musst du exponentiell mehr Dreck am Stecken haben. Und das will ich mir nicht aufbürden. Mein Karma ist rein. Deswegen würde ich es am liebsten halt verteilen. Sagst du zu den ASRock Mini-PCs, die kommen? Die interessieren mich und ich habe auch nachgefragt, ob ich so einen bekommen könnte. Mal. Aber bis jetzt steht die Antwort noch aus. Zum Desk Mini oder was? Zum Desk Mini oder was? Habe ich mal angefragt. Ich weiß nicht, ob ich kriegen kann. Behringer kein Problem.
Behringer gut. Also ich finde die Behringer mit Midas-Dinger, schau dir mal an. Also das Mischpult, die X-Reihe, X18 und so weiter, X18 Air, das ich hier habe, die laufen mit Ultranet so gut. Dann nimmt man sich einen Gigabit-Switch, steckt die an, die Control-Information läuft über den Ethernet-Switch und du kannst jeder VM ein eigenes Interface geben. Das ist eigentlich groß. Aber halt, Konfiguration ist aufwendig, du musst diese Kisten da haben und so weiter und so fort. Am besten kann man da mal zu Thomann selber hingehen und kann es dort ausprobieren. So würde ich das nämlich machen. Ich würde einfach zum Thomann nach Bamberg reinfahren und sagen, pass auf, ich überlege mir, ich würde es gerne so machen und so haben. Kann ich das hier mal Test aufbauen? Die haben so viele Geräte innen stehen. Du kannst sogar theoretisch, wenn du lieb fragst, möchtest es dann vor Ort kaufen, dann kannst du bei denen das als Test-Setup mal zusammenstöpseln und ausprobieren, bevor du es mitnimmst. Nicht nur Gitarren ausprobieren oder sowas. Ich habe auch für größere Sachen, bin ich mal hin. Wie zum Beispiel, ich wollte mir mal Adam-Boxen kaufen, bin hin und habe gesagt, hey, kann ich die über Ethernet Adam-Protokoll mal am PC hier anstecken und rumprobieren? Okay. Da rufst du vorher an, machst einen Termin und kannst es dort ausprobieren, bevor du es bei dir umsetzt. Dafür geht mein Thomann oder Music Store. Genau. Und die machen das auch, weil die toll sind. Ja, die wollen ja Produkte verkaufen, klar. Klar. Ich nutze statt Stream Deck seit Jahren einen Fußballer von Behringer. MIDI sehr gut. Kannst du, ne? Protokoll. Die Sachen gehen super. Man muss in dieses Ökosystem mit rein. Man muss halt auch viel arbeiten mit Auto-Hotkey. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch zum Abschluss, der auch euch zwei interessieren wird. Kannst du mir erklären, wie man das mit Android machen ist? Das ist eine Webseite oder ein neues System? Android ist ein Betriebssystem, das kein Bild ausgibt, außer einen Webbrowser, und es hostet einen Webserver wie eine Webseite und darüber steuert man es. Kurzfassung. Das heißt, wenn du rufst es über eine Internetseite auf, weil da ein Webserver drauf gestartet wird, das dann so aussieht. Und über diese Webseite, in Anführungszeichen, steuerst du das Betriebssystem. Macht aber TrueNAS genauso, das macht Synology genauso, das machen alle genauso. Ist halt schneller, als wenn du komplette Grafik darstellen musst. Schickst ja nur Daten für HTML und sowas. Open Media Vault. Machen alle so. Ja. Für einen Camper geht momentan ein Gas, ja. Das ist das Elektrozeug und so weiter. Ich weiß. Passt auf, ich zeige euch jetzt noch was. Den Tipp kennen ja, die zwei Android, auch nicht. Android kostet, aber kannst du ja eine Testlizenz holen zum Ausprobieren. Kannst du rumprobieren, ob es dir taugt. Passt auf, also ich zeige euch mal was. Das hier ist der Windows Datei Explorer. Da gehen wir mal rein kurz. Der Windows Datei Explorer hat einen neuen Bug. Und den liebe ich. Pass auf, hier kann man jetzt draufklicken, kann rumklicken. Das geht. Schaut mal, wie lange er braucht, um was zu laden. So. Und jetzt gehe ich da rein und drücke einmal F11 und zurück. Und schaut mal, wie schnell er jetzt lädt. Habt ihr das gesehen? Instant. Und das geht in jedem Ordner, nicht nur das vorgeladene Zeug. Du kannst da überall reingehen, du kannst in jeden verdammten Ordner reingehen. Und es lädt super fluffig schnell. Weil du im Vollbild bist oder was? Weil du kurz im Vollbild warst und wieder zurückgegangen bist. Ja. Und es geht auch teilweise unter Windows 10. Das ist ein neuer Bug. Der Explorer und der Datei-Explorer gehen doppelt so schnell wie vorher. Und das geht vor allem mit Musik-Libraries und auch mit Netzwerk-Drives. Unser Archiv. Bam! Sofort da. Ich sage ja. Instant. Das heißt, wenn ihr, und das ist das Tolle, schreibt euch ein Auto-Hotkey-Script. Sobald ihr ein Fenster im Browser aufmacht, hier dieser PC in Ordner aufmacht, dann schreibt euch eine Short-Taste, dass es kurz FL vollbild und wieder zurückgeht. Und dann ist das Ding einfach doppelt so schnell. Warum? Weil es ein Bug ist, dass er so langsam ist überhaupt. Eigentlich sollte er so schnell sein, wie ihr gerade gesehen habt. Zack, 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 zack. Aber es gibt einen Bug, weshalb das nicht passiert und es wird nicht gefixt. Ich denke mir, dass das irgendwelche Elemente, die dann beim F11 ausgeblendet werden, die dann einfach nicht geladen werden, sobald es einmal im F11 war, weil die dann nicht mehr bei dem Status bleiben oder irgendwas in die Richtung. Aber ich dachte nur, vielleicht interessiert euch das. Mach ein FS-Skript, ja. Es ist halt völlig crazy. Also wenn ihr jetzt eine Musiksammlung habt oder einen Ordner, wo tausende Musikfiles drin liegen, müsst ihr durchgehen und wollt die Metadaten sehen. Stell Vollbild wieder zurück und auf einmal lädt alles instant. Auch die Titles, auch die Tags, auch alles. Ja, aber es geht halt schneller mit dem Onboard-Gerät, ne? Ich habe mir da so eine Taste auf Stream Deck gelegt, dass ich das einfach schnell mache. Das Makro macht groß, klein, kriegst du kaum mit. Das sind ein paar Millisekunden, glaube ich, so 200 Millisekunden Pause. Pop, pop. Und dann kannst du instant arbeiten, ohne immer warten zu müssen, dass Thumbnails oder Vorschauen laden. Das regt mich nämlich auf in Windows. Und es ist egal, was du als Backend hast. Du kannst als Backend ja vieles festlegen, ne? Dass du für Media-Files unterschiedliche Manager hast und die Bildgenerierung aus unterschiedlichen Quellen kommt. Habe ich euch gezeigt mit ImageGlass. Aber auch das hilft nicht. Also das ist der schnellste Weg, einfach mal kurz Vorbild und wieder zurück und dann auf einmal super gut. Naja, Thumbnails nicht anzeigen erhöht auch die Geschwindigkeit.
Ja, das stimmt. Aber so geht's mit. Dann kannst du dir vorgenerieren lassen, dann kannst du dir auch vorher noch indexieren lassen, dann muss er gar nicht erst suchen. Andere Frage. Wie kann man bitte Software so bauen, dass es einen Bug braucht, dass es richtig läuft? Das ist Microsoft. Danke für den Follow. Ja, gab's auch andere auch schon. Wichtig, Netzwerkdrive nicht auf den Desktop legen. Ich sag's nur. Freut mich, dass der Tipp hilft. Immer sobald der PC startet, das einmal zu indexieren. Übrigens ein kleiner Tipp, ne? Wenn ihr wenig Geld habt. Das ist jetzt nichts, dass ihr den Thomann ausbeuten sollt, aber ich als Jugendlicher hatte nichts. Und erste Band, kein Geld, kein Kohle, kein gar nichts. Und dann bin ich in den Thomann rein, hab gedacht, so, pass auf, ich habe gerade noch mal so 40, 50 Euro und weiß nicht, wie ich das machen soll. Wir haben keine Mikrofone, kein gar nichts, kein Kabel. Und ich habe halt gefragt, hey, was habt ihr von eurem Ausschusszeug? Weil die haben ja, die machen ja auch Live-Events und so weiter im Ausschusszeug. Und die Leute sind so herzlich dort drin, so herzlich, dass ich hin bin und habe gedacht, hey, was können wir da machen? Haben gesagt, nee, nimm den Fuffi, hau ihn in die Kaffeekasse. Ich bringe dir was. 20 Minuten gewartet. Er kam an mit 3 Team-Mikrofone. Ne, sehen aus wie Shure SM58, aber waren halt die Standard-Thomann-Mikrofone. 2 Mikrofonständer, 4 XLR-Kabel. Und das Ganze ist, als Dings haben sie mir einfach so in die Hand gedrückt. Komm, geh nehmen. Also, da arbeiten echt herzliche Menschen, die auch genau wissen, was für Bedürfnisse Leute haben und die sind fair. Ne? Also wenn man was ausprobieren will, wenn ihr da draußen Technik oder Equipment mal ausprobieren wollt und wollt euch nicht auf Amazon zurückziehen, hingehen. Schönstes, es macht immer am meisten Spaß hingehen. Du kriegst auch immer noch irgendwas geschenkt, ob es jetzt Aufkleber sind oder Heftchen oder irgendwas kriegst du immer als Bonus, vor allem wenn du mehr Geld dort lässt. Das ist schön, außer nach dem Music Store und Thomann gehst du nicht mit leeren Händen raus. Nee, und es kommt auch nie auf den Preis auf. Es kommt immer darauf an, was klingt bei dir am besten. Zum Beispiel habe ich so ein ultra billiges Nachbaumpedal mir mal mitgenommen, was mit meiner Gitarre einfach besser geklungen hat als das Boss-Pedal für 180 Euro. Habe ich so ein 15-Euro-Pedal mitgenommen. Es klang halt einfach auf dem Teil besser. Klang ist nicht an Geld gebunden. Sieht man daran, dass viele Rockalben und vor allem Black Sabbath und Rolling Stones haben viele ihre Gitarren so aufgenommen, dass sie ihre Boxen zerschnitten haben. Die haben in die Lautsprechermembran, in die großen Boxmembran, mit dem Messer Löcher reingemacht, dass es verzerrter und dreckiger klang. Und damit haben sie die Alben aufgenommen. Blöd war, als sie die Dinger irgendwann ausgemustert haben und die mussten den Sound replizieren. Denn du kriegst niemals die gleiche Form und Stelle der Schlitze hin. Deshalb gibt es heute sowas wie Impulse-Response, um sowas nachzubasteln. Aber ja, Qualität ist immer Kreativität, nicht Geld oder Equipment. Ja, guck mal, da war gleich keine Preise mehr drauf direkt. Deshalb gehe ich da auch rein. Ne? Das ist halt einfach schön. Das ist auch eine der wenigen Sachen, die du machen kannst überhaupt, wo du sagen kannst, hey, du gehst noch in ein Themengebiet, ne? Du gehst hin, du hast einen Job vor Ort und du fühlst dich wohl und kannst da mal rumprobieren. Bei Technik bist du da durch. Mediamarkt ist nutzlos. Gibt ja sonst nichts. Saturn, nutzlos. Wir haben jetzt nicht sowas wie Micro Center oder so, wo man das bei Technik auch machen könnte, mal rumprobieren. Oder wir haben so... Das nächste, was bei uns rankommt, ist der Baumarkt, wo alle Leute immer nicht auffindbar sind und alles viel zu teuer ist. Und jeder, den du fragst, sich einen Kollegen leitet, der gar krank oder im Urlaub ist. Aber es ist halt so, die Einzelunternehmen sterben aus und diese ganze Kultur, dieses Soziale vom Kauf und Transaktion. Ich mochte immer so Bazars oder Märkte, ich liebe Flohmärkte. Boah, das hasse ich. Ich liebe das, ich gehe dann hin, ey, was kostet das? Ey, mein Sohn will hier so diesen Dino haben. So viel habe ich jetzt nicht, ich habe hier einen Fünfer. Ja, das ist ein Schleichdinger, jetzt komm, gib mir halt 2, ich gebe dir den Fünfer. Geht, kannst mit den Leuten handeln, das funktioniert. Ne, dann kannst du dich so durchlaufen, dann kannst du, ah, der am hinten, der im Stand, der hat aber auch welche. Ne? Also wisst ihr jetzt, dass ich die hier kaufe oder da drüben? Und dann kommst du so ein bisschen so ins Gespräch. Das ist was Schönes, finde ich. Da auch ein bisschen schachern, ein bisschen quatschen, manchmal bietet man sich noch einen Kaffee an. Danke für den Sub. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Hat jemand seine Starter-Geek-Nachricht zurückgezogen? Ja. Warum weiß ich nicht? Schade. Wer war das? Keine Ahnung. Man kann auf den Kanal klicken, okay. Peter. Aber denkst du, dass man die RX68XT mit einem Android-Tick lösen kann? Ja, ich denke, irgendwas mit V-BIOS wird gehen. Was ich an deiner Stelle mal versuchen würde, den ganzen PC-Express-Anschluss, danke für den Sub, den ganzen Anschluss durchreichen. Das heißt, nicht, dass du sagst, hey, Grafikkarte, bitte durchreichen, drücken. Nein, du gehst rein, rüber in die PCI Express IOMMU Settings, ganz rechts, ne? Oben an der Leiste gehst du drauf und dann gehst du runter und reichst den ganzen PCI Express Anschluss
den tust du unsichtbar machen für Unraid. Dass du den ganzen PC-Express-Anschluss durchreichst an die VM. Dass der überhaupt nicht sichtbar ist. Und damit versuchst du es mal. Sucht ein unser Team. Schreib mir mal auf Discord. Immer gerne. Wir suchen immer gerne Verstärkung für unser Hobbyprojekt hier. Schreib mir mal auf Discord. Copter Träume, du lügst doch. Du lügst doch, das ist wie Bielefeld. Das kann doch gar nicht sein. Personal ist auffindbar und freundlich und hat alles, was man braucht. Was? Was? Was ist denn das da oben? Das Soundcraft wollte ich nicht nehmen. DJ Morris. Das Soundcraft wollte ich nicht nehmen. Das ist schlechter in der Software als das Behringer. Das Soundcraft wollte ich deswegen nicht. Und weil Midas Wandler super gut. Die klingen einfach schön. Man muss die Charakteristik von Gain-Wandlern mögen oder eben nicht. Ne? Manche schwören auf Röhre, manche nicht. Ich mag Midas. Die klingen einfach super. Ich habe Focusrite durch, ich habe Steinberg durch, ich habe hier hinten Connect X habe ich durch. Ich habe ganz viel Zeugs durch. Teams ist hier gerade abgeschossen, die Jungs sind gerade weg. Leider. Da hat es dann jetzt einen Teams-Ruckler gegeben. Der Stream hier läuft bei mir noch weiter und ich kann mich auch selber noch sehen. Aber alles andere ist weg. Was ich jetzt mal als Anschluss oder als Motivation nehme, zu sagen, gute Nacht. Ich hoffe, euch geht's gut. Die Jungs können sich gerade nicht verabschieden, weil Teams gute Nacht gesagt hat. Aber ich fand das einen sehr schönen Stream. Es war toll, mit euch heute das zu machen und das Experiment so weit zu fahren. Werden wir demnächst wiederholen. Und zum Community-PC gibt es auch noch Updates. Bitte auf tgf.click/social klicken oder eben auf thegeekfreaks.de. Da gibt es noch mehr Links und Podcasts und so weiter. Gibt eine neue Podcast-Folge, die ich richtig gut finde. Könnt ihr euch reinziehen, auch auf Spotify und auf allen anderen Plattformen. Lasst es euch gut gehen. Passt auf. Im Namen der Jungs sage ich Ciao Kowski, weil das Ding natürlich mal wieder rumgesponnen hat und nicht mehr aktualisiert. Teams ist ausgestiegen. Dreck, Dings und aktualisiert auch nicht mehr. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich hier Leitungsgeflimsel machen. Ich weiß nicht, ob ich die Jungs nochmal reinkriege. Versuch's nochmal, aber der wird nicht mehr verbinden. Deswegen sage ich euch gleich mal, gute Nacht. Passt auf euch auf. Wir sehen uns wieder im nächsten Livestream oder zur Montagsfolge, die ich schon fertig habe. Und die wird alle Leute, die einen PC haben, und zwar alle interessieren. Und deshalb schaut ihr euch sie einfach bitte an, weil es sehr geil ist. Und jetzt gehe ich hardcoded einfach hier raus. Der Moritz weiß, was er tun muss, wenn ich hier auf den Stopp-Knopf drücke. Lasst euch gut gehen. Haut rein.